Herzlich willkommen zum vierten und letzten Abendpodium beim Utopie-Kongress Zukunft für alle des Konzeptwerks Neue Ökonomie. Welcome everyone to the fourth and final evening panel of this conference, Future for All. For those of you in need of English translation, you can click on the yellow button at the bottom of your screen, and you'll have some seconds to find that button. Okay, so, nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Abendpodium mit dem Titel "Und wie kommen wir zur Utopie? Wege der sozialökologischen Transformation". Das ist, wie gesagt, schon das vierte Abendpodium im Rahmen dieser Konferenz. Bei dem ersten ging es um die Analyse der multiplen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, im zweiten um die Ökonomie der Zukunft und im dritten um die Gesellschaft der Vielen, also um eine offene und solidarische Gesellschaft. Und heute soll es eben um Strategien der Transformation gehen. Das wird heute unser Fokus sein. Mein Name ist Linda Schneider. Ich bin arbeite als Referentin für internationale Klimapolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und bin in der Klimabewegung aktiv. Und übergebe jetzt an meine Co-Moderatorin Elisabeth. Okay, hallo, auch von meiner Seite. Mein Name ist Elisabeth Jeglitzka. Ich bin bei Brot für die Welt und arbeite dort in der Politikabteilung als Referentin für die UN-Nachhaltigkeitsziele und sozialökologische Transformation. Ich gebe euch jetzt noch ein paar allgemeine Hinweise zu dieser Veranstaltung und fange mit dem Ablauf an. Also wir werden hier ungefähr 60 Minuten lang auf dem Podium mit unseren tollen Gästen des heutigen Abends diskutieren und im Anschluss daran das Panel öffnen für Fragen aus dem Publikum. Diese Fragen können ab Beginn der Veranstaltung, also ab jetzt, hier eingegeben werden, wenn ihr im Venueless angemeldet seid. Über YouTube geht das leider nicht. Und die Veranstaltung wird dann ungefähr um 21:45 Uhr enden. Außerdem bitten wir als Kongressorganisatorinnen noch um Spenden. Uns fehlt noch ein Betrag von ca. 30.000 Euro für diesen Kongress. Die Informationen zu den Bankdaten könnt ihr auf der Kongress-Homepage finden und ebenso auf der Livestream-Seite. Und als letzten Punkt noch eine herzliche Einladung zum Kongressabschluss am Sonntag von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Was euch auf dem Kongressabschluss erwartet, ist zum einen eine Konferenzbeobachtung, die nochmal erzählen wird, was sie während der letzten Tage alles mitgeschnitten hat. Dann einen interaktiven Teil, wo ihr nochmal eingeben könnt, was euch bewegt. Und als letztes könnt ihr auch den Orga-Kreis kennenlernen, der hinter diesem ganzen Kongress steht, falls es euch angestiftet hat und ihr in der Zukunft auch mal Teil dieses Orga-Kreises sein wollt. So, jetzt schreite ich schon etwas zum Inhalt über und möchte nochmal das Ziel dieser Veranstaltung vorstellen. Es gibt sehr, sehr viele Transformationsstrategien und wir haben ja ein sehr diverses Podium hier zu Gast. Ich möchte mal die Erwartung flach halten. Ich glaube nicht, dass wir heute auf eine große Transformationsstrategie kommen werden, einen Masterplan, eine Lösung, wie wir die Utopie wahrmachen können. Sondern unser Ziel ist es vielmehr, euch Podiumsgästen den Raum zu geben, eure Strategien vorzustellen, eure Hintergründe, eure Erfahrungen und dann eben den Zuschauerinnen zu Hause oder hier im Saal ein Bild davon zu geben, was alles möglich ist, wie wir zu Wandel kommen können. Als Einstieg jetzt in die Runde auch würde ich Linda bitte gern bitten, dass du nochmal die Podiumsgäste vorstellst und dann geht's los. Genau, ich habe jetzt die Ehre, unser ganz tolles Podium heute Abend vorzustellen, unsere fantastischen Gäste, die wir hier haben. Ich fange mal mit Nilüfer. Nilüfer Koc ist seit 3 Jahrzehnten politisch aktiv und engagiert sich für Kurdistan, Frauenrechte und Internationalismus. Sie war mehrere Jahre Co-Vorsitzende des Kurdischen Nationalkongresses, das eine überparteiliche multinationale Plattform der kurdischen Interessensvertretung ist, mit Sitz in Brüssel. Und seit 2018 ist sie dort Sprecherin für internationale Angelegenheiten des Kurdischen Nationalkongresses. Sie wird uns später vom Projekt Rojava in Nordsyrien als eine konkrete Utopie berichten und als Strategien, die dort angewandt wurden. Und sie war in den Jahren 2013 bis 2018 auch sehr viel vor Ort und hat dort gearbeitet. Genau, die zweite in der Runde ist Ceren Türkmen. Sie ist Soziologin und unter anderem im Unteilbar-Bündnis aktiv, spricht hier auch heute Abend vor allem für das Bündnis Unteilbar. Sie ist aber auch in antirassistischen und migrantischen Selbstorganisationen aktiv. Genau, und wird uns heute vor allem über die Arbeit und die Rolle von zivilgesellschaftlichen Bündnissen erzählen, die Strategien, die dort wichtig sind, aber auch über die Frage von Basisorganisierung sprechen, welche Rolle das für die Transformation spielt. Genau, all das sind Fragen, die Ceren uns heute beantworten wird. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Genau, hier zu meiner Linken sitzt Uwe Meinhardt. Uwe arbeitet bei der IG Metall, bei der Industriegewerkschaft Metall und leitet dort die Abteilung für Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik. Er vertritt in der IG Metall die Interessen von über 2 Millionen ArbeiterInnen verschiedener Branchen, unter anderem der Automobilbranche, die ja auch sehr im Fokus der sozial-ökologischen Transformation in Deutschland steht. Und wir freuen uns, von Uwe zu erfahren, wie die Gewerkschaften oder die IG Metall im Speziellen auf die sozial-ökologische Transformation blicken, was Strategien sind, aber auch was für Herausforderungen wir damit konfrontiert sind. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Genau, vielen Dank für diese kleine Runde. Und ich lade euch jetzt ein, nochmal in einer Blitzlichtrunde kurz zu schildern, was eure Utopie ist. Und ganz konkret bitte ich euch, euch vorzustellen, wir sind im Jahr 2048. Woran erkennt ihr, dass wir in der Utopie sind und nicht mehr im Heute? Linda, ich würde dich gern bitten anzufangen und dann das Wort einfach an die Runde weiterzugeben. Ja, mache ich. Also ich glaube, ich würde die Utopie daran erkennen, dass ich so mittags von der Arbeit kommen würde und in dieser Utopie wäre ich Astrophysikerin und nicht Politikwissenschaftlerin und würde nach Hause kommen, aber nicht zu mir nach Hause, sondern da in dem Kiez, wo ich wohne. Ich wohne auch in Berlin in dem Kiez, wo noch sehr viel gebaut werden wird in den nächsten Jahren. Und in meiner Vorstellung gäbe es dann da so eine Kiezkantine, wo sozusagen, klar, auch mit Nahrungsmitteln nur ökologisch aus der Region und alles gekocht wird. Und da sozusagen ich meine Nachbarinnen und irgendwelche Freundinnen dort treffe, wir alle zusammen essen und danach muss ich wahrscheinlich eine Spülschicht machen, weil ich beim Schnibbeln nicht geholfen habe. Das finde ich sehr schön. Achso, ich gebe weiter. Ich gebe mal weiter an Nilüfer. Ja, also einerseits freue ich mich auf die Vorstellung, dass es sehr friedlich sein wird. Ich möchte 2048 in meinem Dorf sein, zurück nach Kurdistan, wo es sehr ruhig ist, ohne Druck, ohne Repressionen. Ja, wo ich in der Natur mich wiederfinden kann, ich stelle mir vor, also, dass wir da keine türkische Polizei mehr haben werden. Allerdings gibt es da auch einen Haken, ich werde da schon 80 sein. Das ist dann schon nicht mehr angenehm. Ob ich das dann alles noch genießen kann, weiß ich nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass mein Geist bis dahin jung bleibt. Also ich stelle mir vor, dass einfach dieser ganze Druck weg sein wird in der Zeit, der Druck, den es jetzt gibt, dass ich mich einfach der Natur widme, in Frieden mit Menschen um mich herum und dass ich möglichst viele meine Freundinnen um mich sind, also Frauen, mit denen ich mehr gekämpft habe und dass wir uns dann nicht mehr über politische Dinge unterhalten. So. Du kannst gerne weitergeben an eine Person aus der Runde, einen von den beiden. Bitte? Ich sage, du kannst gerne an jemanden weitergeben aus der Runde. Sie kommen aus derselben Ecke. Ja, genau. Perfekt. Könnt ihr ja zusammen da im Garten sitzen. Ja. Ich denke jetzt nicht aus kurdischer Perspektive, sondern aus der Berliner Perspektive. Und an der Stelle muss ich erstens sagen, dass mich diese Frage nach Utopie tatsächlich sehr irritiert. Also ich habe Schwierigkeiten damit, utopisch zu denken und Ich habe kurz darüber nachgedacht, woran es wohl liegt. Es wird mit mir persönlich zu tun haben. Ich habe aber nicht nur schlechte Laune, sondern das wird wahrscheinlich auch was mit den letzten 30 Jahren Neoliberalismus und sozialem Abbau zu tun haben, der tatsächlich auch sehr federführend geleitet wurde, zwar von zwei neoliberalen Glaubenssätzen, die durchgesetzt wurden, unter anderem von Margaret Thatcher in der sehr aggressiven Anfangsphase. Also die Glaubenssätze, es gibt keine Alternative, und der Glaubenssatz, das ist das Ende der Gesellschaft, es gibt nur noch Familien und Individuen. Und ich habe das Gefühl, dass das sozusagen dieses utopische Denken auch im Keim hat ersticken können vielleicht. Und deswegen möchte ich betonen, dass es sehr wichtig ist, tatsächlich über Utopien nachzudenken, die ja nochmal was anderes sind als politische Forderungen. Ja? Aber ich kann es nicht, deshalb male ich mir das auch nicht aus. Aus der Unteilbar-Perspektive ist aber auch sehr klar, dass wir sagen würden, 2048 hoffentlich werden wir dann anders wirtschaften, grundsätzlich anders wirtschaften als heute, und zwar eben nicht auf Kosten vieler, auf Kosten, wir würden hoffentlich auch geschlechtergerecht leben, geschlechtergerechte Produktionsverhältnisse und Reproduktionsverhältnisse schaffen, die eben auch grundsätzlich bedürfnisorientiert und nicht profitorientiert funktionieren, und auch das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit dementsprechend neu regulieren. Wir würden auch hoffen, dass wir nicht mehr die Natur ausplündern und auch nicht auf Kosten von Menschen leben, die im globalen Süden leben. Wir würden hoffen, dass wir sagen können, dass wir die Weichen, die wir heute legen, korrekt gelegt haben, weil wir 2048 hoffentlich sagen werden können, ja, das ist die Gesellschaft der vielen, für die vielen. Wir leben in einer solidarischen Gesellschaft, und in dieser solidarischen Gesellschaft ist der Solidaritätsbegriff ohne Grenzen. Und das sind die utopischen Momente, die mir einfallen. Ich gebe dir das Wort weiter. Ja, danke. Also ich würde das 2048 daran erkennen, dass mein dann 28-jähriger Enkel mich als seinen dann 90-jährigen Opa fragen würde, was sich die Menschen früher eigentlich dabei gedacht haben, einen Großteil ihres Lebens, das Einzige, das sie haben, mit dem Versuch zu verbringen, aus Geld mehr Geld zu machen. Und ich werde dann 2048 kurz drüber nachdenken und werde ihm antworten, das habe ich vergessen. Es war doof, aber wir sind drüber weg. Ich habe es vergessen. Und technologisch gesehen gibt es natürlich weiterhin Autos. Fliegende Autos, versteht sich, auf der Basis von Solarenergie. Ist doch klar. Dann ist Utopie. Elisabeth, jetzt noch du. Ja, total schöne Bilder. Vielen Dank. Ich stelle mir etwas Globales vor, was natürlich super schwer ist, dann in ein Bild zu formulieren. Aber ich stelle mir vor, dass ich, wenn ich FaceTime habe oder Beamtime oder was auch immer es dann gibt, mit meiner Gastfamilie in Mexiko, mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin in Istanbul oder mit meiner Freundin in Delhi, dass wir alle die gleiche Versicherung haben, weil wir Global Citizens sind, globale BürgerInnen, und abgesichert sind gegen Armut, was dann hoffentlich als Schutz vor Armut als Menschenrecht durchgesetzt ist, und alle Menschen davon umfasst sind, so dass es auf dieser ganzen Welt eben kein Leid mehr gibt aufgrund von materieller Not. Okay, ich danke euch allen für diese kleinen Momente. Wir gehen jetzt auch schnell zurück aufs bekannte Terrain der politischen Analyse und Argumentation. Aber es war ja trotzdem schön, dass wir es mal versucht haben, uns ein bisschen da reinzudenken. Wir werden jetzt so einsteigen, dass wir mit euch jeweils einzeln kurz ein bisschen länger sprechen sozusagen, sodass ihr ein bisschen Zeit habt, auch eure Punkte zu entwickeln. So. Und dann gehen wir danach mehr so in eine Interaktion und ein bisschen Diskussion über, und genau Fragen, die dann eher so an euch alle gehen. Ich fange mal bei dir an, Nilüfer. Das Projekt Rojava ist in Nord- und Ostsyrien ist ja für die gesellschaftliche Linke in Deutschland und Europa, für viele soziale Bewegungen eine ganz starke Projektionsfläche und wird als so ein Beispiel einer konkreten Utopie sozusagen im Hier und Jetzt oder dem Versuch einer konkreten Utopie im Hier und Jetzt gehandelt. Wenn du magst, stell uns doch das Projekt Rojava mal ein bisschen vor, was da passiert. Und vielleicht einerseits so ein bisschen, könntest du sprechen über die Grundprinzipien, die da wichtig sind, also in den Ansätzen, im Zusammenleben, in der Organisation, aber gerne auch über die Stärken und Schwierigkeiten in dem Aufbau einer solchen konkreten Utopie. Also das ist ein sehr kompliziertes Modell, das sich eigentlich demokratischer Konföderalismus bezeichnet und setzt auf die Selbstorganisierung der Gesellschaften, also der Vielfalt von Gesellschaften, von Glaubensgemeinschaften und ein sehr wichtiges, eine wichtige Säule von dem Modell ist, dass es sich als Koexistenz mit dem Staat begreift. Das heißt, es hat sich abgewendet von der alten revolutionären Auffassungen in der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges, bei den revolutionären Bewegungen, wo man davon ausgegangen ist, wir werden den Staat mit Gewalt kaputt machen und ihn ersetzen durch unseren Sozialismus. Dieses Modell sagt, wir können in einer Koexistenz mit dem Staat zusammen existieren. Allerdings wollen wir auch die Unabhängigkeit vom Staat. Weil der Staat wird Ursache der Probleme gesehen als ein Organ, was eigentlich das Kapital akkumuliert. Es ist ein Instrument der Macht, zur Organisierung der Macht. Und die Frage ist, können sich Gesellschaften ohne Machtstrukturen selbst organisieren? Und in Rojava, das Modell des demokratischen Konföderalismus hat bewiesen, dass es möglich ist. Allerdings findet da natürlich dieses Modell, findet sich in einem Transformationsprozess. Das heißt, Syrien war ja, ich habe früher auch in Syrien gearbeitet, in den 90ern. Es ist ein diktatorisches System gewesen, ziemlich zentralistisch und wirtschaftlich basiert es auf Monokultur in Agrarwirtschaft, Zentralisierung von Öl und Erdgas, Wasser. Es war alles unter staatlicher Kontrolle. Politisch, durch den Zentralismus, waren den Menschen nicht erlaubt, freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, das war alles sehr problematisch damals auch. Von so einem System wird die Alternative entwickelt, das heißt, es ist ein Transformationsprozess von einer Diktatur zu einer Demokratie. Oft werde ich gefragt, ob man dieses Modell auch in Deutschland oder in europäischen Ländern experimentieren kann. Ich sage, es ist etwas schwierig. Es ist auch machbar hier, aber der Staat ist hier zu stark. Im Nahen Osten haben die Kulturen oder die Gesellschaften den Staat als ein Repressionsorgan begriffen, weil der Staat basiert auf Geheimdienst, Polizei und Militär. Sodass der Charakter des syrischen Staates, des iranischen Staates, jetzt von den 4 Schlüsselstaaten der Region, den türkischen Staat, wir hören ja sehr viel über Erdogans Ein-Mann-Regime. Der Staat war ein Repressionsmodell und die Gesellschaften waren ohnehin auf sich selbst gestellt. Deswegen ist der Kapitalismus, der über den Staat, wie er hier bis ans Individuum kommt, dort nicht an das Individuum gelangt. Deswegen ist Individualismus kein großes Problem im Mittleren Osten und bei den Kurden weniger. Und das andere, warum dieses Modell von den Kurden übernommen worden ist, hat was mit der Geschichte der Kurden zu tun, die jahrtausende lang autonom gelebt haben. Sie waren nie zentral organisiert, es gab keine zentrale Strukturen in der kurdischen Gesellschaft. Also deswegen gibt es Vielfalt in der Sprache, in den Religionen, im Glauben. Und dieses Modell setzt auch auf Autonomien, eine Zusammensetzung der Autonomien. Deswegen war es einfacher. Und ich denke, in Deutschland müsste man zurück auf die Gesellschaft gehen, weil das ist ein Modell, das von der Gesellschaft entwickelt wird, parallel zum Staat. Und die Kampfmethode war praktisch in Nordsyrien so, man hat den Staat übernommen. So, und es fing zum Beispiel 2012 damit an, der Elektrizität wurde vom Staat gesteuert. So, und unabhängig vom Staat hieß dann, ja, was machen wir jetzt? Wir bauen unsere eigenen Generatoren, damit wir nicht vom Assad-Regime abhängig sind. Wasser wurde vom Staat kontrolliert, also vor allem die beiden Flüsse Euphrat und Tigris. Und nach der Idee vom demokratischen Konföderalismus heißt es, Wasser sollte unbezahlt sein. Wasser sollte unter keine Kontrolle vom Staat oder von einem zentralen Organ sein, weil das ist natürliche Ressourcen, die gehören allen Menschen, die dort leben. Deswegen wurden dann schrittweise auch Wasser vom Staat, also die staatliche Kontrolle über das Wasser weggenommen. Und heute ist das Wasser kostenlos. Auch Strom ist kostenlos an die Bürger. Diese staatliche Monokultur wurde auch aufgebrochen. Parallel dazu wurden Wirtschaftskooperativen gegründet. Dadurch kann die ökologische Vielfalt wieder existieren. Monokulturen haben das Land zerstört, außerdem auch die Gesundheit der Menschen sehr stark beeinflusst. Und heute, ich habe, als ich noch da war, mit dem Ärzteverband gesprochen, die gesagt haben, wir haben jetzt weniger Gesundheitsprobleme. So, und das andere Besondere ist, die Menschen bis auf das Individuum durch diese Kooperativen, Kommunen, Initiativen, es gibt da etliche Organisationsstrukturen und jede dieser Organisationsstrukturen, also die zu bestimmten Themenfeldern arbeiten, sind begleitet von akademischen Instituten. Es gibt auch tausende von Akademien zu bestimmten Themenbereichen, wie zum Beispiel chemiefreie Düngung von Agrarwirtschaft, Viehzucht. So ein ökologisches Bewusstsein muss da sein bei der Gesellschaft. Und eine wichtige Schlüsselfunktion ist natürlich die Veränderung der Gesinnung von Diktatur zur Demokratie. Und das ist ein Problem, was wir noch haben. Patriarchalismus, was sich in Form des Mannes als männliche Dominanz darstellt, die war ein Problem, ein großes Hindernis bei der Veränderung der Gesinnung. Und da hat die Frauenrolle eine ziemliche historische Schlüsselfunktion gehabt. Die kurdische Frauenbewegung. Heute ist es so, dass es überall das Paritätssystem gibt, also diese Doppelspitze Mann und Frau überall. Und in den meisten Strukturen, ob Kooperativen, Kommunen, Initiativen, ist immer 50-50 Geschlechterverhältnis. Das ist sehr wichtig. Und das ganze Modell war in den kurdischen Gebieten experimentiert. Jetzt geht das auf die Araber über und auf die Christen, also die orthodoxen Christen. Und die Schwächen sind diese Überwindung. Es ist einfacher, wenn man in einer Diktatur lebt. Dann bestimmt einer und die anderen führen das aus. Hier gibt es keinen, der für dich denkt. Du musst selber für dich selbst denken. Und das ist das Schwierige an der ganzen Sache, weil die Leute warten immer noch darauf, dass jemand für sie die Verantwortung übernimmt. Aber das System basiert darauf, dass jeder seine eigene Verantwortung in Koordination mit den anderen übernimmt. So, und es gibt zum Beispiel, das Hervorragende ist, es gibt keine Arbeitslosigkeit, weil jede der Stadtteile oder Dörfer entsprechend ihrer eigenen Interessen Kooperativen und Kommunen gründen. Deswegen ist jeder irgendwie im Produktionsverhältnis mitbeteiligt. Und das setzt natürlich auf die Gemeinschaft der Völker, weil jetzt heißt das nicht mehr Rojava, Nordostsyrien, da leben Araber als zweite Gruppe, ethnische Gruppe. Dann die Armenier, die Tscherkessen, die Turkmenen und die Assyrer. So, und das System baut auf die Koexistenz der ethnischen Gruppen, auch der Glaubensgemeinschaften. Problem ist natürlich, dass die anderen Volksgruppen oder Religionsgruppen sehr patriarchal geprägt sind. Und das ist ein Problem immer für die kurdische Frauenbewegung, weil sie darauf beharren, dass auch in deren Strukturen Frauen sich auch äußern können, politisch aktiv mitwirken können oder auch ihre eigenen Strukturen aufbauen, weil in den kurdischen Gebieten, also Rojava ist so, dass es immer Parallelstrukturen gibt. Es gibt gemischte Kooperative, also Mann und Frau, gemischt, und dann gibt es parallel dazu Frauenkooperativen. Es gibt gemischte Kommunen, dann Frauenkommunen. Die Frauen sind das Monitoring für Demokratie. Mhm. Das ist eigentlich die größte Errungenschaft, die wir haben, und das Gute ist, das weitet sich jetzt auch im Nahen Osten insgesamt aus, also hat auch einen großen Einfluss auf die arabischen Frauen, was ich meine, wenn das so weitergeht, dass wir dann dieses Problem mit der Radikalisierung des Islam in Form von Dschihadisten dann auch irgendwann mal überwinden können. Ich danke dir. Ja, ich höre auf jeden Fall das Stichwort Selbstorganisation ganz stark daraus. Vielleicht kannst du das schon gesagt, du wirst oft gefragt, ob das in Deutschland oder in Europa auch funktionieren würde, und natürlich sind die Kontexte unglaublich unterschiedlich, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal darauf eingehen, was vielleicht so Lehren wären oder so, die man aus dem Beispiel ziehen kann, was irgendwie sozusagen, was dazu führen kann, so eine konkrete Utopie zu versuchen umzusetzen, was wichtige Strategien da drin sind, die auch in anderen Kontexten vielleicht anwendbar wären. Also ich sehe schon, dass durch diese Systemkrise, die ist ja auch in Deutschland sehr spürbar, was jetzt gerade beschleunigt durch die Pandemie, wo viele Menschen sehr viele Fragen haben, es ist ein Defizit der progressiven Kräfte, den Menschen zu helfen, eine Antwort zu finden. Das ist eigentlich die Aufgabe von denen, die sich als progressiv definieren. Es muss nicht unbedingt links sein. Und das Problem ist, warum keine Antworten geliefert werden, ist, jeder hat seine eigene Gruppe, aber Koordinierungen fehlen, also Zusammenarbeiten. Ich reise ja quer durch die Bundesrepublik für Veranstaltungen und habe auch mit verschiedenen Gruppen zu tun. Es ist sehr schwierig, die Gruppen zusammenzubringen. Also man neigt immer sehr schnell, sich zu spalten. Würdest du auch sagen, staatsorientiert sein ist ein Problem. Also das fängt schon beim Individuum, die sich als links definieren. Ich brauche eine gesicherte Zukunft. Meine Rente muss gesichert sein, das muss gesichert sein, das. Aber dieses System setzt nicht auf den Staat. In der Utopie gibt es keinen Staat bei demokratischem Konföderalismus. Es gibt mich und meine, die mit mir zusammenleben. Und das ist ein Problem hier. Und ich denke, der Individualismus ist zu stark geprägt hier. Im Nahen Osten ist der Nachteil der Gesellschaft ist zu stark, wo das Individuum nicht durchkommt. Und deswegen sage ich mir, wie kann die Synthese eigentlich aussehen? So das experimentieren wir auch, sodass im Kollektiv das Individuum auch nicht runtergeht. Hier hat das Individuum viel mehr stärkere Kraft. Deswegen reflektiert sich das auch auf politische Arbeit. So, also dass man sehr schnell dazu neigt, sich zu spalten. Das ist ein großes Problem hier. Aber ich sehe überall, also Klimaschutz, gegen Kohlebau, Geschlechterfrage, überhaupt jetzt auch Pandemie, das ist hier ist es auch ziemlich lebendig geworden. Ich denke, so in ein paar Jahren wird es noch stärker werden. Wir müssen nur anfangen, darüber nachzudenken, wie können wir uns vernetzen. Das ist das größte Problem, was ich hier in Deutschland sehe. Deswegen, aber ich sehe eine gute Grundlage hier auch. Ja, darauf kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal zurück, auf die Frage von, wie wir diese Kämpfe tatsächlich stärker verbinden können. Ja. Dann übergebe ich jetzt einmal an euch beiden. Genau, Nilüfer, du hattest ja jetzt eben über den Individualismus gesprochen. Ich würde jetzt das Wort an Uwe richten. Du kommst aus der anderen Seite. Du arbeitest mit organisierten Interessen zusammen. Du bist Gewerkschafter. Was ist deine Erfahrung aus 25 Jahren Gewerkschaftsarbeit? Welche Transformation hast du mitgemacht und welche Lehren hast du für strategische Überlegungen daraus gezogen? Immer versuchen, mich ein bisschen dahin zu denken und dabei an dem anknüpfen, was Ceren schon gesagt hat in ihrem Eingangsstatement. Wenn ich an meine mittlerweile fast 28 Jahre hauptamtlich bei der IG Metall denke, angefangen sozusagen Anfang der 90er, dann haben wir doch die Situation, dass wir seit 30 Jahren, sozusagen nach dem Zusammenbruch des ehemals real existierenden Sozialismus, eine kapitalistisch getriebene Transformation haben. Eine kapitalistisch getriebene Transformation, sozusagen eine Durchkapitalisierung weitgehender Lebensbereiche. Wir haben die Privatisierung von Wasser, was du gerade angesprochen hast, was eigentlich nicht sein darf. Das alles haben wir erlebt. Wir haben eine Situation erlebt, in der Transformation dergestalt stattgefunden hat, was uns als IG Metall und die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben massiv beschäftigt hat, dass es erstmals möglich war, das Kapital hat sich sozusagen den osteuropäischen Raum erschlossen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das heißt, wir hatten es zu tun mit massiven Verlagerungsdrohungen und nicht nur Drohungen. Das ist ja passiert, das passiert bis heute, diese Verlagerungen in die Low-Cost-Countries oder wie es heute so schön heißt bei den Unternehmen, die Best-Cost-Countries, wohin verlagert wird. Die bundesrepublikanische Gesellschaft kannte das nicht. Das war ein Transformationsprozess. Wir hatten eine technologische Transformation. Es ist in diesen Jahrzehnten seitdem erstmalig in der Geschichte des Kapitalismus möglich gewesen, sozusagen Wertschöpfungsketten tatsächlich weltweit zu verteilen und am Ende in einem Produkt zusammenzuführen. Wenn du dir anschaust, wie heute, nehmen wir den berühmt-berüchtigten Verbrennungsmotor, sozusagen aus wie vielen Teilen der sich zusammensetzt, die von irgendwoher aus der Welt kommen, dann ist es ein Stück technologische Transformation. Und wir hatten, was es bis dahin in der Geschichte auch nicht gab, einen sozusagen unregulierten Weltkapitalmarkt, der entstanden ist und der all diese Dinge finanziert hat. Das hat dazu geführt, dass wir es, wie Ceren das völlig richtig gesagt hat, dass wir erlebt haben sozusagen eine Transformation, die bedeutet hat, dass sozusagen kapitalistisch getrieben wir einen ungeheuer starken Primat der Ökonomie hatten. und Primat der Profitlogik. Alles musste sich aus sich selbst heraus rechnen, ansonsten würde es eingestellt. Eine Transformation auch vieler Bereiche der Zivilgesellschaft. Das Wort Versorgung, Versorgung zum Beispiel mit Wasser, ich nannte es gerade, oder Versorgung mit Mobilität auf dem Lande ist zusammengebrochen, weil sich das nicht kurzfristig kapitalistisch rechnet, keiner Profitlogik folgt. Das bedeutet, unsere Arbeit in diesen 30 Jahren bestand ganz, ganz vehement darin, und das ist durchaus nicht ehrenrührig, sondern da sind wir stolz darauf, zu versuchen, sozusagen diesen kapitalistisch getriebenen Transformationsprozess permanent einzuhegen und zu zivilisieren. Da waren wir durchaus erfolgreich auch in das zu tun, aber es war eine kapitalistisch getriebene Transformation unter dem deutlichen Primat sozusagen der Ökonomie. Das hat auch was damit zu tun, dass die Beschäftigten, die Kolleginnen und Kollegen, zumindest bei uns in der Branche, aber ich glaube auch darüber hinaus, sehr, sehr zurückhaltend reagieren, heute auch bei dem Begriff Transformation. Denn das, was sie an Veränderung erlebt haben in den letzten 30 Jahren, war immer ganz schnell auch mit Verschlechterung verbunden. Das heißt, wir sind eher strukturkonservativ aufgestellt nach dem Motto, das, was ich habe, halte ich, mache den Beutel zu, lass niemand reingreifen. Die Chance aber, die heute besteht, das ist, dass die Transformation, über die wir jetzt sprechen, ist ja eine Transformation, die getrieben ist und politisch entschieden wird, um den Klimawandel, der läuft, wenn wir ihn schon nicht stoppen können, zumindest so abzubremsen und so abzumildern, dass die Menschheit noch eine Chance hat zu überleben. Das heißt, wir haben mit dem, was jetzt vor uns liegt und was jetzt schon begonnen hat, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, damit haben wir die Chance, zum ersten Mal seit Jahrzehnten sozusagen das Primat der Politik zurückzuerobern, indem wir sagen, wir haben jetzt einen Transformationsprozess zu bewältigen, der ein zutiefst menschlicher ist, weil es um unser Überleben geht. Wir müssen diesen Klimawandel bremsen und das geht mit politisch gesteuerten Maßnahmen. Das kann und darf man nicht dem Markt überlassen, weil er es nicht macht. Weil aus dieser Transformation, den Klimawandel zu stoppen, wird nicht aus Geld mehr Geld. Das gelingt nur in kleinen Ausnahmen, aber nicht sozusagen aus diesem Transformationsprozess. Das ist, glaube ich, eine Chance, die wir haben, die wir versuchen müssen aufzunehmen, um dann vor allen Dingen eins machen zu können. Wir müssen die Menschen auch in den Betrieben sozusagen dafür begeistern können, dass dieser Transformationsprozess, um den es jetzt geht, ein guter ist. Das wird aber nur gelingen, wenn wir sie auch materiell nicht abhängen und einfach sozusagen der Arbeitslosigkeit überlassen. Und wie würdet ihr sie begeistern? Ich sage mal ganz konkret, die Auseinandersetzungen sind ja immer konkret, indem man zum Beispiel sagt, auch das, was wir unter den Bedingungen des Klimawandels benötigen, also beispielsweise die Transformation von einem Verbrennungsmotor zur Elektromobilität, insgesamt weg von fossiler Verbrennung, können wir entwickeln, können wir bauen, können wir herstellen. Die Kolleginnen und Kollegen von Daimler und Untertürkheim haben unter der Anleitung der IG Metall-Betriebsräte und Vertrauensleute vor, ich glaube, 3 Jahren war das, eine hochintensive Auseinandersetzung darüber geführt. Die bauen seit über 100 Jahren Verbrennungsmotoren in Untertürkheim und haben eine Auseinandersetzung darum geführt, dass der elektrische Antriebsstrang künftig auch in Untertürkheim entwickelt wird und in Untertürkheim hergestellt wird. Und das sind alles Leute gewesen, die diese Auseinandersetzung geführt haben, deren Arbeitsplatz noch bis zur Rente sicher ist. Die machen das sozusagen perspektivisch, weil das auch Spaß macht zu sagen, wir können auch Elektromobilität, wir können auch das Neue. Wir hängen nicht am Alten, aber das macht, wie gesagt, nicht das Kapital selber. Der Daimler-Vorstand hat sich gesagt, das kaufe ich lieber zu, senke bei der Gelegenheit auch gleich meine Fertigungstiefe, habe keine Risiken, wenn das irgendwie floppt. Und es ist gelungen, mit dieser Auseinandersetzung durchzusetzen, dass dieser elektrische Antriebsstrang in Untertürkheim entwickelt und gebaut wird. Das macht Spaß. Das ist sozusagen auch das Gen der IG Metall, solche Auseinandersetzungen zu führen. Elektromobilität ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Feld. Ich glaube auch nicht, dass wir den Raum hier haben, da in die Tiefe zu gehen. Ich denke, das wurde auf dem Kongress auch bestimmt schon öfter mal angeschnitten. Meine spitzige Nachfrage wäre aber trotzdem, wie bekommt man größere Massen, größere Gruppen dazu, zu sagen, ja, wir können das? Gerade vor dem Hintergrund, dass man die ganze Zeit gesagt bekommen hat, der Markt wird das regeln. Wenn 50.000 eine größere Gruppe sind, dann war die letztes Jahr am 29. Juni in Berlin am Brandenburger Tor. Wir haben da eine Kundgebung durchgeführt unter der Überschrift Verwandelt. Das ist sozusagen unsere Botschaft für die nächsten 10 Jahre mindestens. Da stecken 2 Dinge drin. Das eine ist, wir verweigern uns diesem Wandel nicht. Das wäre töricht, zu versuchen, als letzter Dinosaurier zu sagen, es muss alles so bleiben, wie es in den letzten 30 Jahren gewesen ist, auch technologische Seite. Ganz im Gegenteil, wir treiben diesen Wandel, wir treiben in den Betrieben. Wir haben eine Umfrage gemacht im Frühjahr, einen sogenannten Transformationsatlas in den Betrieben, wo wir in jedem Betrieb abgefragt haben, gibt es eine Strategie für die Transformation? Wenn ja, wie sieht die aus? Und so weiter. Und machen da einen Atlas sozusagen der betrieblichen Vorbereitung für Transformationsprozesse in der Metallbranche in Deutschland und verbinden das aber mit dem Begriff fair. Es muss so sein, dass diejenigen, die bis jetzt, ich bleibe mal bei der Automobilbranche und den Zulieferern auch vor allen Dingen, die bis jetzt dort ihr Auskommen gefunden haben, ihre Arbeit gehabt haben, dass die in Zukunft nicht einfach in der Arbeitslosigkeit verschwinden, sondern wir haben eine Verantwortung auch als Gesamtgesellschaft, auch als Zivilgesellschaft, diesen Prozess so zu gestalten, dass sozusagen diejenigen, die heute in den Bereichen arbeiten, die transformiert werden sollen, nicht hinten runterfallen. Wir gehen weiter? Okay, wir gehen weiter. Danke dir. Ceren, du bist ja bei Unteilbar aktiv vor allem und auch, wie gesagt, in verschiedenen antirassistischen und migrantischen Gruppen, Selbstorganisationen, also vielen sozialen Bewegungen. Wie würdest du denn die Transformationsstrategie, also ist ja sicherlich auch nicht nur eine, aber sozusagen die Transformationsstrategien von sozialen Bewegungen oder vielleicht konkret von Unteilbar, wenn du magst, oder von anderen Gruppen, in denen du aktiv bist, beschreiben? Ich bleibe mal bei Unteilbar und versuche das dann sozusagen ergänzen aus anderen Erfahrungen, politischen Erfahrungen. Unteilbar, wie ihr wisst, hat sich 2018 gegründet und konnte in Berlin eine Demonstration mit 240.000, also einer 250.000 Menschen, auf die Beine stellen, in einem Zeitraum, wo wir einer extremen Bedrohung, einer weiteren Stufe sozusagen, einer extremen Bedrohung durch Rechtspopulistinnen, aber auch Rechtsterroristen sozusagen ausgesetzt waren. Ihr erinnert euch bestimmt an die Übergriffe auf Migrantinnen und Migranten in Chemnitz. Wir erinnern uns an die zunehmende Stärke von Rechtspopulistinnen in den Parlamenten und wir erinnern uns auch an das Zitat von Seehofer, das ist tatsächlich an der Stelle sehr migrationsfeindliche Zitat von Seehofer, was ich auch gar nicht wiederholen möchte. Es ging darum, was er sich wünscht zu seinem Geburtstag. Und in dem Zeitpunkt hat sozusagen Unteilbar es geschafft, den zivilgesellschaftlichen Raum zu erobern und mit einer Stimme zu erheben oder eine Stimme zu erheben, die als Bündnis sagen konnte, es gibt auch eine Alternative. Es gibt eine Alternative zum Rechtsrutsch und diese Alternative besteht darin, dass der Solidaritätsbegriff wieder stark gehalten wird und als Akteur, als diskursive sozusagen ja, politische Richtung, aber auch mit den Menschen als Akteur sichtbar wurde in Deutschland. Und wenn wir sagen, Unteilbar ist ein Bündnis, dann müssen wir gleichzeitig betonen, dass Unteilbar aber auch kein Bündnis, kein reines Bündnis ist, wo additiv sozusagen unterschiedliche Initiativen, basispolitische Initiativen, aber auch NGOs, Verbände, Einzelpersonen zusammenkommen, sondern Unteilbar ist ein Bündnis, was versucht, ein Aushandlungsterrain zu bieten. Und auch die IG Metall ist sozusagen Partner oder Bündnispartner bei Unteilbar, aber auch zivilgesellschaftliche, selbstorganisierte, antirassistische Initiativen. Und das Besondere an der Stelle ist, und ich glaube, dass es auch das zentrale Moment ist für eine Stärke in den neuen sozialen Bewegungen in Deutschland, dass wir sagen können, dass das Aushandlungsterrain von unterschiedlichen politischen Interessen, von unterschiedlichen lobbypolitischen Gruppen an der Stelle ein neues Moment ist. Das heißt, Unteilbar bringt sozusagen als Bündnis Gruppen zusammen, die versuchen, gemeinsam eine Gesellschaft für die vielen, mit den vielen zu erkämpfen. Und das bedeutet, dass Unteilbar an der Stelle auch nicht die Einzelinteressen oder die Einzelkämpfe, die Einzelanalysen aber auch, das ist sehr zentral, der unterschiedlichen Gruppen zum Kapitalverhältnis, zum globalen Migrationsverhältnis, zum politischen Transformationsprozess, der uns hoffentlich bevorsteht sozusagen, nicht ersetzt, sondern die Politik wird vorangetrieben und unteilbar versucht, als Bündnis an der Stelle Menschen, Stimmen, multiple, vielsprachig zusammenzubringen. Und ich glaube, dass das Wichtige auch nochmal darin besteht, dass wir in Deutschland sehr lange kein politisches Begehren mehr haben, in der außerparlamentarischen Bewegungsform auf die Straße bringen können. Und das Begehren, was wir mit Unteilbar versuchen, sozusagen sichtbar zu machen, aber auch hörbar zu machen, das Begehren nach einer solidarischen Gesellschaft ist an der Stelle im Vordergrund. Und wir können sagen, dass die Transformationsstrategie nicht klassisch wie bei Transformationsakteuren, wie bei der IG Metall oder wie bei Parteien sozusagen darin liegt, mit einem Programm, mit einem Transformationsprogramm als Transformationsakteur aufzutreten. Das ist nicht in dem Fall so präsent, sondern die Politik liegt an der Stelle immer noch bei den Einzelinitiativen, so die transformatorischen Projekte. Vielleicht in Kürze. Ja, danke schon mal. Genau, du hast ja auch gesagt, Unteilbar ist vor allem ja mit großen Demos sichtbar geworden. Das ist ein ganz breites gesellschaftliches Bündnis, was, wie du ja auch gesagt hast, vielleicht nicht primär, aber eben ganz stark auf so einer Diskursebene sich einbringt und da mitmischt. Wir hatten ja aber auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass in Unteilbar ja auch Gruppen, du hast es jetzt gerade auch nochmal erwähnt, Gruppen aktiv sind, die auch eine andere politische Praxis haben, die sehr an der Basis arbeiten, die sich sozusagen um die Selbstorganisation von Gesellschaft auch kümmern. Ich fände es total spannend, wenn du dazu nochmal was sagen könntest, sozusagen, was im Prinzip sozusagen sich so ein bisschen, also natürlich auch versucht, auf den diskursiven Raum Einfluss zu nehmen, aber was auf eine Weise ja auch nochmal so ein bisschen materiellen Charakter in so einer, sozusagen in der politischen Praxis irgendwie aufbaut, indem sich sozusagen Menschen auf unterschiedliche Weise jenseits zum Beispiel von sozusagen der klassischen Organisierung in Gewerkschaften oder in Parteien sozusagen, also was da alles so, auch würde ich sagen, über die letzten Jahre ja verstärkt ins Laufen gekommen ist, sozusagen wie sich Zivilgesellschaft, Gesellschaft auch selbst organisiert. Also an der Stelle ist sehr klar zu formulieren, dass die Forderungen, die in den einzelnen Initiativen, in den Basisinitiativen in den Forderungen gestellt werden, in den letzten Jahren entwickelt wurden, besonders also aus antirassistischer Perspektive, besonders seit dem Sommer der Migration, dass diese Forderungen eine sehr klare Vision versuchen, bei Unteilbar gemeinsam zu artikulieren und sich in Verhältnis zu setzen mit weiteren Forderungen der anderen Akteure, der anderen NGOs, aber auch der anderen zivilgesellschaftlichen Akteure. Und diese Forderungen werden kleinteilig als Bewegung von unten selbst organisiert in den einzelnen zivilgesellschaftlichen Basis in Bewegungen organisiert. Ob es das Community Organizing ist, was zurzeit in antirassistischen Bewegungen sehr zentral ist, oder ob es der Versuch ist, tatsächlich Selbstschutz, antirassistische Abwehr vor rechten Angriffen zu organisieren, ob es der Versuch ist, eine Gedenkkultur aufzubauen nach den rechtsterroristischen Angriffen. Das sind alles Programme, wo man versucht, und da möchte ich anschließen tatsächlich, Nilüfer, an dem, was du gesagt hast, wo man versucht, basispolitisch eine Selbstorganisierung voranzutreiben, die jenseits dessen auch funktioniert und funktionieren muss tatsächlich, als das staatliche Terrain uns an der Stelle bieten kann. Und das Besondere an der Stelle bei Unteilbar ist, dass tatsächlich sehr verschiedene Forderungen dementsprechend in einem Terrain zusammentreffen, wo darum auch im Dissens versucht wird zu streiten, in welche Richtung es gemeinsam gehen kann. Und das ist das Besondere, dass man versucht, die Selbstorganisierung der Gesellschaft in Basisinitiativen doch zusammenzubringen mit anderen Forderungen und dort eine Gesellschaft der vielen, für die vielen, eine sozial-ökologische Transformation, aber auch eine unbedingte Verbindung eben zum Beispiel zu Asylrecht, zu Menschenrechten, zu globalen Menschenrechten zu verteidigen und die zusammenzudenken, in analytischer Perspektive, aber auch in politischer Perspektive, weil wir seit 2015, seit dem Sommer der Migration, einerseits eine sehr starke Bewegung haben, die wir als Willkommensbewegung sozusagen damals betitelt haben und die gezeigt hat, dass eine Solidarität, also eine Perspektive in dieser Gesellschaft aufgebaut werden kann, die Solidarität, die keine Grenzen kennt, an der Stelle in den Vordergrund rücken kann und eine Alternative bieten kann tatsächlich an der Stelle zum Rechtsrutsch, aber auch für Menschen, die möglicherweise bei der IG Metall oder in den traditionellen Gewerkschaftsverbänden aktiv sind und dort noch kein Terrain gefunden haben, um eben dem Begehren nach Solidarität gegen rechts sozusagen auch im Protest sich anzuschließen. Und diese Form des Protests ist bei Unteilbar im Vordergrund. Und sie steht im Vordergrund in auch der intersektionalen Verbindung von unterschiedlichen Analysen und Forderungen und insbesondere eben auch in der Verteidigung der solidarischen Willkommensgesellschaft, die wir 2015 haben aufbauen können und die ja im Gründungsmoment auch von Unteilbar 2018 eine sehr besondere Rolle gespielt hat. Also das intersektionale Denken, der feministische Kampf, der zusammengebracht wird an der Stelle mit dem antirassistischen Kampf in der Forderung, wir lassen niemanden zurück. Das sind ganz zentrale Momente, die 2018 sehr konkret dazu geführt haben, dass Unteilbar sich auch gegründet hat. Ihr erinnert euch, dass nur 2 Monate zuvor in Hamburg eine der größten selbstorganisierten antirassistischen Demonstrationen von Welcome United organisiert wurde. Zuvor hat die Seebrückenbewegung begonnen, sozusagen geflüchtetes Leben auf dem Mittelmeer zu retten und ihnen eine Lobby, eine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu schaffen. Und es waren die Momente, wo ein Kampf auch aus der selbstorganisierten Perspektive, aus der Basisperspektive sozusagen, zusammenkam mit der großen Forderung nach einer Gesellschaft der vielen, die dann kulminiert sind sozusagen in die Gründung auch von Unteilbar. Das heißt, von Anfang an haben wir dort die Bestrebung, intersektional zu denken, weil wir auch tatsächlich glauben, dass das die zentrale Herausforderung für die sozialen Bewegungen in der Zukunft und auch in der Gegenwart sein werden. Uns aufeinander zu beziehen, voneinander zu lernen, zu streiten und zu gucken, bis wohin es geht und wo Unteilbar auch ein wichtiger Akteur ist, nämlich darin tatsächlich auch zu versuchen, in eine bestimmte Richtung, in eine kritische, solidarische Richtung sozusagen zu lenken. Also wenn wir zum Beispiel Forderungen artikulieren und versuchen, Forderungen miteinander abzustimmen, ist an der Stelle ja noch gar nicht klar, welche politische Richtung sich durchsetzen wird. Und dieses Terrain bietet Unteilbar, um möglicherweise auch andere mitzuziehen, die alleine gar nicht so ihre Forderungen möglicherweise durchsetzen könnten. Also das Bestärken auch von unterschiedlichen Forderungen, von einzelnen Kämpfen ist an der Stelle auch sehr zentral. Danke dir. Genau, wir würden jetzt auf jeden Fall in den Part übergehen, wo wir sozusagen öffnen und uns miteinander unterhalten und nicht immer nur zwei von uns. Ich würde ganz gerne nochmal den Punkt, so ein bisschen den Punkt der Selbstorganisation aufgreifen, aber auch die Frage von, also ihr habt ja auch über die sozusagen so ein bisschen über das Gefühl der Alternativlosigkeit gesprochen und ich glaube, wir haben alle, also entweder ihr jetzt auf dem Panel oder in Vorgesprächen, auch über so Momente von Selbstermächtigung gesprochen, also von der Erfahrung auch von Selbstermächtigung. Das kann, ich glaube, du hast das erzählt, sozusagen der Moment des Streiks, man geht vor die Fabriktür und schließt die Tür. Ich glaube, für dich spielt das auch also für euch beide eine zentrale Rolle, sozusagen die eigene Wirkmächtigkeit irgendwie auch erleben zu können. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen darauf eingehen und gerne auch selbst ausgehandelt, wer wann spricht oder so, welche Rolle das für euch spielt. Und also sozusagen einerseits für euch selbst vielleicht, aber auch, was euer Blick ist, sozusagen, welche Rolle das spielen sollte und ob das vielleicht auch teilweise zu kurz kommt, diese Ebene, das sozusagen auch so zu spüren und zu kultivieren sozusagen, um sozusagen auch so eine... die Möglichkeit einer anderen Zukunft, einer anderen Gesellschaft auch wieder spürbar und erlebbar zu machen, vorstellbar zu machen vielleicht. Also in der Gewerkschaftsbewegung, wenn du es schon angesprochen hast, ist das zentrale Erlebnis sozusagen des Arbeitskampfes. Das merkt man bei jedem, der das selber mal erlebt hat, mir ging es da nicht anders als 100.000 anderen, ist das sozusagen eine Situation, die du nie wieder vergisst. Das beginnt schon bei so etwas wie die Diskussion darüber zu führen, sei das jetzt ein großer Arbeitskampf in der Fläche. Ich war 1995 beim Bayernstreik, Sekretär bei der IG Metall in Nürnberg oder auch bei betrieblichen Arbeitskämpfen, da häufig noch viel intensiver, wie dann miteinander darüber diskutiert wird, ob man das tut oder nicht und dann, was sich unter diesem etwas technischen Begriff der Urabstimmung abspielt. Das ist ja sozusagen eine wirkliche Selbstermächtigung. Wir stimmen darüber ab, ob wir da morgen wieder reingehen oder ob wir das nicht tun. Sozusagen, ob wir uns auch letztendlich diesem Herrschaftsverhältnis unterwerfen oder ob wir das jetzt in Frage stellen. Darüber stimmen wir gemeinsam ab. Und das, was wir abstimmen, das gilt dann auch, das machen wir. Das ist ein ungeheures Erlebnis, dann sozusagen die Selbstorganisation während eines Arbeitskampfes, ich sage mal von der Feuertonne über die Verpflegung bis zu den Dixie-Klos, darüber sprechen, wann wird welches Tor bewacht, von wem. Das ist die Erfahrung von Selbstorganisation, von Menschen, die sonst sozusagen nur im Betrieb unter quasi einer Fremdherrschaft zusammengearbeitet haben, da zusammengespannt wurden, damit ein Produkt irgendwo entsteht, die dann vollkommen selbstständig draußen mit unserer Anleitung, soweit wir das können und das akzeptiert wird, sozusagen sich selbst organisieren und dann wird verhandelt und dann wird darüber gesprochen, am Ende sozusagen, ist das jetzt ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sind? Ist das jetzt der Punkt, an dem wir sozusagen den Arbeitskampf beenden und reingehen? Was haben wir damit erreicht? Also jeder, der sowas erlebt hat, wird das nie wieder vergessen und erzählt sozusagen noch seinen Enkel davon, weil das schon so eine, das ist eine vorweggenommene Utopie sozusagen eines selbstorganisierten, befreiten Arbeitens, nicht mehr unter der Knute des Kapitals, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Aber das ist es tatsächlich. Das ist es tatsächlich und jeder, sozusagen, der das erlebt hat, der vergisst es auch nicht wieder. Und das ist, also wenn man das selber mal erlebt hat, dann ist diese, sozusagen der große Moment der Euphorie, ist, wenn dann von außen das Tor zugemacht wird, man steht draußen und sagt, so, jetzt ist Arbeitskampf. Und der ganz, ganz schwierige Moment ist dann der, wenn man ein Ergebnis ausgehandelt hat und dann wieder reingehen muss. Da ist immer ein Stück Depression mit dabei, weil dann natürlich auch drinsteckt, jetzt begeben wir uns wieder sozusagen in eine fremdbestimmte Kooperation miteinander, die sozusagen unter der Leitung des Kapitals steht. Das ist für Gewerkschaften ein ganz wesentlicher Lernprozess. Das ist sozusagen die Schule der Utopie, der Arbeitskampf. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass auch jede Generation dieses Erlebnis hat von Arbeitskampf. Wir hatten in der letzten Tarifrunde im Frühjahr 2018 ja dann mal so einen 24-Stunden-Warnstreik. Das war für diejenigen, die selbst noch keinen aufgrund des Lebensalters Arbeitskampf erlebt hatten, war das natürlich auch eine ganz zentrale Erfahrung. 24 Stunden lang haben wir im Prinzip diesen Betrieb zugemacht. Da wird dann Kultur organisiert vom Betrieb der verschiedensten Art. Ich bin damals in Stuttgart rumgefahren, natürlich von einem Betrieb zum nächsten in diesen 24 Stunden und man kann auch sehr schön sehen, dass vor jedem Betrieb wird eine andere Kultur gefeiert. Die einen machen Party, die haben sich einen DJ organisiert oder da ist einer DJ von ihnen nebenbei. Die Menschen haben da viele Talente, nicht nur irgendwo in der Fabrik zu arbeiten. Andere hatten mit einer Motorsäge Skulpturen gesägt für diejenigen, die da vom Tor waren. Sehr, sehr, sehr kreativ. Ganz wichtig, das ist sozusagen alles das, was Ceren beschrieben hat, was sozusagen stattfindet, auch im Rahmen von Unteilbar. Das findet da in so einem Nukleus, sozusagen in einem bestreikten Betrieb statt. Also ich denke, vielleicht sollten wir ein bisschen grundsätzlicher, also jedenfalls mag es sein, dass wenn wir die Nachrichten verfolgen, dass es überall irgendwie brennt. Mittlerweile spricht man ja von ungefähr 40 Kriegen und über 400 Konflikte weltweit. Ich denke, es ist mehr. Und alleine schon der letzten Monat, da war Belarus auf der Agenda, Mali auf der Agenda, jetzt seit 2 Monaten die Krise im Mittelmeer. Also Konflikte nehmen immer mehr zu. Und alle diese Konflikte begreife ich als eine Krise des kapitalistischen Systems. Das System ist in einer Krise. Deshalb, ich glaube, dass es für uns Menschen, die für eine bessere Welt, für ein besseres Leben sich einsetzen, dass dieses Jahrhundert eine goldene Chance bietet. Denn alle diese Staaten, wie wir sie jetzt auch in dem Konflikt im Mittelmeer sehen, sind damit befasst, um ihre Hegemonie dort zu praktizieren und sind in einem unglaublichen Konkurrenzkrieg zueinander. Und dieser Konkurrenzkrieg, manchmal sind sie in Konfrontation, manchmal in Kooperation. Also manchmal gibt es Staaten, europäische Staaten wie Deutschland zum Beispiel, setzt selber keine militärische Kraft an, aber dafür motiviert sie die Türkei zum Beispiel in Kriegen. Liefert Waffen, sozusagen die Türkei hat eigene Interessen, aber Deutschland nutzt die Türkei auch aus für ihre eigene Expansion. Dann wird die Türkei kritisiert, aber am nächsten Tag werden Erdogan-freundliche Töne zu hören. Das ist momentan die Politik, mit der wir konfrontiert sind. Was ich sagen will, die Staaten befinden sich in einem Konkurrenzkrieg für die neue, wer wird in der neuen Weltordnung, was der Bush mit dem Golfkrieg erklärt hat. Darum bemühen sie sich. Die Frage ist, was machen wir als Bürger, die nichtstaatlichen Akteure? Da müssen wir uns klar definieren, wer sind wir? Können wir uns vorstellen, dass wir auch eigenständig unsere Probleme lösen können? Oder müssen wir unbedingt immer auf jemand anderen gucken, ob das die Regierung ist oder eine andere staatliche Stelle? Das ist das Problem, was ich bei den Gewerkschaften sehe, auch bei NGOs hier. Und ich denke, also ich bin ja, komme ja so aus einer sehr konfliktreichen Region, also wo Kriege stattfinden. Und dennoch ist es gelungen, da ein alternatives Projekt aufzubauen, einfach weil wir im Voraus gesehen haben, ab den 90ern schon bereits gesehen haben, dass die kapitalistische Moderne durch diesen Konkurrenzkampf, weil jetzt China auf der Weltbühne ist, Russland ist da, die USA ist da und da gibt es noch andere Staaten, die EU-Staaten, die kämpfen und denen ist es egal, wie es für uns geht. Damit wir die Klappe halten, werden wir mit der Wirtschaft eingeschüchtert, jetzt gerade während der Pandemie. Also entweder hältst du dich an Regeln oder die Wirtschaft geht den Bach runter. Also höre zu, was aus Berlin kommt, zum Beispiel. Müssen wir das tatsächlich? Müssen wir nicht mitdenken? Und ich sehe, dass die Frage Abnabelung von den drei Grundsäulen des Nationalstaates sind auch hier sehr wichtig. Einmal die Bekämpfung des Nationalismus, das ist sowohl bei der Rechten, aber auch bei der Linken sehr stark noch. Zweitens der Eurozentrismus, das ist ein großes Hindernis bei der internationalen Solidarität. Also auch die viele Strukturen in der Linken, nicht alle, sind noch nicht davon befreit. Zweitens immer die Welt aus europäischen Augen zu betrachten, jetzt in Bezug auf den Nahen Osten. Es gibt zum Beispiel auch Kritik an das Rojava-Modell, ja, die übertreiben, rosa Wolken. Einfach, weil man davon ausgeht, Europa ist das Zentrum des Fortschritts, der neuen Ideen. Aber in Afrika gibt es auch Bemühungen, in Lateinamerika gibt es auch alternative Suchen, in den Philippinen wird auch gekämpft. Überall wird gekämpft, man muss nur die Dinge in ihrem historischen Kontext verstehen und ohne diese eurozentristische Geschichtsbeschreibung, mit diesen Winkeln die Dinge betrachten, das ist sehr wichtig. Ich sage das, das ist deshalb wichtig, weil wir sind aufeinander angewiesen, so oder so. Für uns, die Menschen, die progressiv sind, die sich als, ich sage als globales Wort, demokratiefreundlich betrachten, wir müssen zusammenkommen. Mhm. Es gibt keine andere Alternative, die Krise wird sich verschärfen, die Konflikte werden mehr und die Formen werden anders sein. Wir erleben das in Form des Militarismus, in Form des Krieges, aber hier lässt es sich auch spüren, in Deutschland oder in England oder wo auch immer. Wir müssen diese Grenzen des Nationalismus, dieser Nationalstaatgrenzen überwinden. Wir haben ja gesehen, während der Pandemie, als es ausgebrochen ist, wie alle ihre Grenzen dicht gemacht haben. Die Staaten können das machen, aber wir als Bürger sollten das nicht machen. Deswegen, jetzt zum Beispiel habe ich mich mal gefragt, im Mittelmeer ist so viel los, ich habe keine linke Perspektive dazu in Deutschland gelesen. Heiko Maas spricht die ganze Zeit, aber mich würde interessieren, was sagen die anderen Organisationen, denn das hat was mit der Arbeitslosigkeit hier zu tun. Das hat was mit dem Rassismus hier zu tun. Also die Probleme sind, alles was lokal ist, ist auch gleichzeitig global. Und diese Zusammenhänge zu sehen, das ist wichtig und ich sehe natürlich auch Ansätze von Gruppen, die machen das, wie zum Beispiel war heute eine große Kundgebung in Kassel gegen die Rüstungsindustrie, also Rheinmetall entwaffnen. 500 Menschen waren und 90% waren Nicht-Kurden, Deutsche. Hier beginnt der Krieg, hier soll der Krieg auch enden. Das fand ich zum Beispiel großartig. Die Waffen werden hier produziert, dort wird Krieg geführt, dann kommen hier Flüchtlinge und dann Rassismus. So, und ich weiß nicht, wer produziert diesen Rassismus, das sind nicht die Deutschen. Es wird so ein Bild gegeben, als die Menschen plötzlich rassistisch werden oder ein AfD so ein Problem der Gesellschaft ist. Das ist ein politisches Problem. Wer produziert das zum Beispiel? Das alles zu hinterfragen, ist eine wichtige Sache und wir müssen diese nicht so sehen, wie sie immer uns geliefert werden. Das finde ich immer wichtig. Ich denke, ich sage immer, entweder sehen wir voraus, was kommen wird, die Systemkrise, und verändern uns, damit wir alternativ uns selbst organisieren kommen, oder wir werden gezwungen werden. So, die Entscheidung liegt bei uns. Also auch voraussehend zu sein. Auch so mag es sein, dass das Wort aufgrund des Realsozialismus hier ziemlich negativ belastet ist, aber wir müssen auch ideologisch die Dinge sehen. Also entweder Kapitalismus oder Demokratie. Beides läuft nicht zusammen. So, und ich denke, der Kapitalismus ist wirklich, geht den Bach runter. Und das ist für uns eine große Chance, diese Utopien, über die der Kongress hier seit einer Woche redet, ob das Bezug auf Wirtschaft ist, Geschlechterfrage ist, Umwelt ist. Wir haben die Chance als Menschen, als nichtstaatliche Akteure, etwas zugrunde zu bringen, weil der Staat kann nicht mehr unsere Bedürfnisse befriedigen. Unsere Bedürfnisse bestehen ja nicht aus Wirtschaft. Wir fordern ja nicht nur Brot, Freiheit, dass wir auch Entscheidungen mitbestimmen können, dass nicht immer über uns bestimmt wird. Und wir haben die goldene Chance dazu, weil die Führenden können nicht mehr führen und wir, die Geführten, wollen auch nicht mehr geführt werden. Wir haben viele Fragen und wir können uns auch aus der Erfahrung der Revolutionen, ob das der Feminismus war oder die Arbeiterklasse, die momentan von den Gewerkschaften vergessen worden ist, die Geschichte, in Deutschland vor allen Dingen. Wir müssen auch diese Geschichte, die hier mal stattgefunden hat, die Geschichte der Kämpfenden wieder uns annehmen. Die mag sein, dass im 21. Jahrhundert die Strukturen alle sehr sich geändert haben, aber der Geist, dass wir es können, ist sehr wichtig. Egal was das Hindernis ist, wir können es und ich bin dahingehend sehr optimistisch, weil ich sehe der Assenwirbel da. Auch hier in diesem Land, auch in Italien, auch in Spanien oder in den Philippinen. Ich arbeite auch international und wichtig ist, dass wir dieses Problem des Nationalismus überwinden, damit wir zusammen agieren können und diese Gesinnung der Macht überwinden. Also dass nicht alles, dass wir uns nicht hierarchisch ordnen müssen, kompromissbereit sein müssen. Freiheit heißt auch manchmal von seiner eigenen Freiheit abzugeben, wenn es dem Gemeinwohl dient. Das ist zum Beispiel, was ich mache. Wenn ich mit arabischen Scheichs spreche, ich weiß zum Beispiel, dass ich in deren Gegenwart nicht rauchen kann. Als Frau tue ich das auch nicht. Weil ich mir dadurch keine Zacke von der Krone, obwohl ich keine Krone habe. Aber es ist wichtig, weil ich die ja zu meinen Freunden machen möchte. Ich begreife mich da als Avantgarde. Und da heißt es, dass ich von meinem Selbstbewusstsein als Frau auch manchmal Zugeständnisse mache. Oder wenn ich islamische Parteien besuche, dann setze ich mir ein Kopftuch auf. Oder wenn ich die orthodoxe Kirche besuche. Wichtig ist, dass ich Zugang zu denen habe und mit denen Bündnis schließen will. Wir brauchen einander. Ich kann als Frau nicht alleine kämpfen, auch nicht als Kurdin. Ich brauche Leute um mich herum. Und ich finde das toll. Es ist eine Vielfalt an Bewegungen. Das ist das andere, der neue revolutionäre Charakter dieses Jahrhunderts. Es ist die Vielfalt. Es ist nicht mehr Arbeiterklasse, wie wir das in Berlin oder in anderen europäischen Staaten in der Geschichte gesehen haben. Es sind ja Leute, die für Klima, gegen den Klimawandel sich äußern, Leute, die für Ökologie sich einsetzen, für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, Menschen, die sich anders als Mann und Frau definieren, in dem Prozess der Selbstfindung sind. Es sind so viele Gruppen da und das ist eine große Vielfalt. Das Einzige, was kommen muss, ist, wie können wir uns miteinander ohne hierarchische Strukturierung zusammenfinden? Wie können wir lernen, kompromissbereit zu sein zueinander, einen Konsens finden? Und wie können wir einen eigenen Gesellschaftsvertrag des 21. Jahrhunderts zum Beispiel entwickeln, ohne auf staatliche Verfassungen angewiesen zu sein? Jera, magst du noch? Ja, ich kann mich daran nur anschließen. Wenn wir sagen, dass Unteilbar an der Stelle, also du hast von Kämpfen gesprochen, von kommenden neuen Kämpfen, die sich gegenseitig in die Augen schauen können, die sich auf Augenhöhe begegnen und die das Gemeinsame und nicht das Trennende in den Vordergrund stellen. Und die Kämpfe, die bei Unteilbar zusammenkommen, die Kämpfe, die sich über Unteilbar versuchen sozusagen zu artikulieren, gegen rechts, gegen Sozialabbau, gegen möglicherweise die mächtige Umverteilung, die auf uns zurollt jetzt im Zuge der Corona-Pandemie und der Krise, die uns bevorsteht, von unten nach oben sozusagen. Das sind Momente, wo wir dringend daran arbeiten müssen, wie wir uns auf Augenhöhe aufeinander beziehen können und das Gemeinsame anstatt das Trennende sozusagen in den Vordergrund zu rücken, weil ich glaube, dass genau dieses Moment in den letzten Jahren Neoliberalismus in Deutschland und Europa dazu geführt hat, dass wir tatsächlich sehr stark auch als Bewegungen uns voneinander wegindividualisiert haben. Einerseits wegindividualisiert und andererseits natürlich auch zu stark institutionalisiert. Also vielleicht kann ich an der Stelle nochmal, Uwe, auf dich Bezug beziehen. Also die Kämpfe, die du berichtet hast, die Kämpfe, Arbeitskämpfe, von denen du berichtet hast, an die erinnere ich mich sozusagen gar nicht mehr. Ich erinnere mich tatsächlich an einen sehr wichtigen Arbeitskampf, der auch im Zuge der Corona-Pandemie stattgefunden hat und ein Arbeitskampf, der auch nach wie vor auf Anerkennung sozusagen wartet, und zwar der Arbeitskampf von Saisonarbeiterinnen. Von Saisonarbeiterinnen, okay. Also von hauptsächlich aus Osteuropa, als Gastarbeiterinnen, als moderne Gastarbeiterinnen der aktuellen Zeit nach Deutschland migrierten Menschen in der Corona-Pandemie, wo einerseits die Grenzen geschlossen wurden, und zwar ratzfatz, und auf der anderen Seite ganz klar war, wir brauchen den Spargel, wir brauchen die Erdbeeren und dafür brauchen wir ziemlich billige Arbeitskräfte. Das sind Menschen, und da kommt die Frage der Arbeitsmigration in den Vordergrund, das sind Menschen, die aufgrund dieser internationalen politischen Ungleichgewichte und auch Arbeitsteilungen diejenigen Menschen sind in unserer Gesellschaft hier in Europa, die nach wie vor mit ihrer Arbeit ja gar nicht sichtbar und anerkannt sind. Sie haben sich, nachdem 10 Jahre lang kritische Wissenschaftlerinnen, kritische Journalistinnen, kritische Gewerkschafterinnen immer wieder sozusagen gegen die Werkverträge ausgesprochen haben, dieses Jahr tatsächlich erstmalig in einem sehr selbstermächtigenden Streik zu Worte gemeldet. In einem Streik, wo auch unterschiedliche Akteure als solidarisch sich mit ihnen zusammengetan haben, um ihre Stimmen zu erheben. Ich habe in diesem Jahr das erste Mal Gesichter, Geschichten und Forderungen von Saisonarbeiterinnen gehört, die eigentlich schon seit 10 Jahren hier genau auf dieselbe wirklich brutale, menschenverachtende, entwürdigende und unglaublich prekäre, also das ist noch nicht mal prekär, das ist davor, so, das ist darunter. Wir wissen ja auch, dass einer der Arbeiter im Süden Deutschlands in einem Wohnheim, in einem miserabel sozusagen ausgestatteten Wohnheim auch gestorben ist an Corona. Das heißt, auch die Sicherheit und die Gesundheit dieser Menschen spielt für Tönnies zum Beispiel und für viele weitere keine Rolle. Und da frage ich mich natürlich, ja, wo war da die Gewerkschaft? Und, das kann ich dir sagen. Genau. Die Gewerkschaften haben an der Stelle natürlich auch meines Erachtens nach, als sozusagen Migrantin, antirassistische Aktivistin jetzt gesprochen, an der Stelle natürlich auch Nachholbedarf im Sinne der Erweiterung des Arbeitsbegriffs. Also wir haben in diesem Jahr wegen Corona wirklich sehr wichtige Erweiterung des Arbeitsbegriffes auch gehabt. Wir haben über Care-Arbeit gesprochen, wir haben über unbezahlte Arbeit gesprochen, wir haben über die Arbeit von Gastarbeiterinnen gesprochen als systemrelevante Arbeit. Und ich glaube, dass die Diskussion ist jetzt wieder abgeebbt, aber das sind Horizonte, da müssen wir weiter anknüpfen, da müssen wir versuchen sozusagen die Vertretung, die faire Bezahlung, die gleichwertige Bezahlung auf Augenhöhe in den Kämpfen, und das machen ja die Kämpfe gerade, also es war wieder die soziale Bewegung, die an der Stelle unterschiedliche Kämpfe zusammengebracht hat, auf den Feldern, sich mit den Menschen solidarisiert hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es sehr zentrale Momente sind, an denen wir weiterhin anknüpfen müssen. Und Unteilbar versucht exakt das aufzubauen, also intersektional zu denken, den Feminismus zusammenzudenken, mit dem Antirassismus, mit der Frage, wie können wir Rechte von Menschen, die vor Krieg geflüchtet sind, ja, stärken? Wie können wir einen Solidaritätsbegriff entwickeln, der tatsächlich keine Grenzen oder grenzenlos denkt an der Stelle, um einfach eine Gesellschaft für uns alle, für die vielen in der Zukunft zu entwickeln? Weil wir wissen doch, dass der Rassismus und auch der Rechtsterrorismus natürlich in erster Linie migrantisches Leben zerstört und vernichtet. Aber er wird die gesamte Gesellschaft betreffen und alles Leben hier organisieren. Wenn die NSU-Akten geschlossen sind, dann betrifft es das demokratische Grundverständnis Deutschlands. Das ist damit an der Stelle regressiert und das ist an der Stelle auch tangiert. Nicht nur die Frage, dass die NSU-Opfer beim Oberlandesgericht in München vor einem Jahr eigentlich verhöhnt wurden, weil der NSU als Einzeltäter und nicht als Netzwerk enttarnt und auch bestraft wurde. Und das sind die Momente, wo wir versuchen, als Unteilbar tatsächlich eine außerparlamentarische Kraft wieder stärker zu machen, als außerparlamentarische Kraft in einem großen Bündnis, in einem verbindenden Bündnis zusammenzukommen, wo auch über den eurozentrischen Tellerrand hinaus geguckt wird und auch versucht wird zu lernen. Also, was passiert in Kurdistan, ist eine wichtige Fragestellung, von der wir alle hier lernen können. Was die Verbindung auch angeht zwischen Feminismus und zwischen sozial-ökologischer Transformation, zwischen dem Verhältnis von Mensch und gesellschaftlichem Naturverhältnis. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass die Frage nach Bündnissen eine sehr, sehr zentrale ist, wenn wir über Transformationsstrategien sprechen. Ich würde jetzt das Wort noch einmal, ein letztes Mal direkt an euch zurückspielen mit der Frage, wo müssen wir mit unserem institutionellen Hintergrund unsere Hausaufgaben noch machen, damit wir bündnisfähiger werden und wo schauen wir hin, wer sind potenzielle Bündnispartner? Gleichzeitig schaue ich hier in unsere Unterstützungscrew und frage, wie es mit dem Chatverlauf aussieht, ob viele Fragen reinkamen. Dann würden wir die so in 5 Minuten dann hier mit aufnehmen. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Vielleicht, Uwe, möchtest du anfangen? Wo müssen wir unsere Hausaufgaben noch machen, um bündnisfähiger zu werden? Oder wo bestehen schon Bündnisse mit sehr großem Potenzial? Ja, ja, es bestehen natürlich viele Bündnisse. Wir sind ja auch sozusagen Bestandteil von vielen Bündnissen. Ich glaube, wir müssen, um bündnisfähig zu sein, uns auch gegenseitig ganz gut zuhören. Ich sage mal an dem Beispiel, das du jetzt genommen hast, Ceren, wir arbeiten seit vielen, vielen, vielen Jahren sehr, sehr intensiv gegen diese Praxis von Werkverträgen und Leiharbeit. Sehr intensiv. Und zwar auf allen Ebenen. Ich sage an der Stelle was, wofür jetzt hier in diesem Raum niemand klatschen wird. Wir machen da auch Lobbyarbeit in der Politik. Dass ein sozialdemokratischer Arbeitsminister jetzt vor kurzem etwas gesagt hat, womit ich nicht mehr gerechnet hatte in meiner Arbeitszeit. Nämlich, dass ab 1. Januar nächsten Jahres Werkverträge in den Schlachthöfen in Deutschland verboten werden sollen. Hat was damit zu tun, dass wir auch auf dieser Ebene als IG Metall sozusagen seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv arbeiten. Das finde ich, ist ein, wenn das wirklich umgesetzt werden kann, wäre das ein gigantischer Erfolg gemessen an der Deregulierung von Arbeit in den letzten 30 Jahren. Und auch diese internationale Arbeit bei Industrial Global zum Beispiel, wo wir im Textilbereich in den letzten Jahren sehr erfolgreich gearbeitet haben, um die Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen in Bangladesch und anderswo sozusagen deutlich zu verbessern. Das passiert ja. Das könnt ihr aber nicht sehen, wenn ihr euch damit nicht intensiv beschäftigt. Das ist ja auch völlig klar. Ich sehe ja auch sozusagen, was in diesen gesellschaftlichen Bündnissen passiert und ich sehe auch, dass wir sehr aufpassen müssen, immer, sage ich selbstkritisch als IG Metall. Wir haben viele, viele Jahre lang einfach relativ selbstgenügsam auch leben können, weil wir in unserer Branche sehr gut organisiert sind und dort autonom, sagen wir in unserem Kerngeschäft, sind wir autonom handlungsfähig gewesen. Deswegen, das heißt, wir haben vor den Toren bei unseren Arbeitskämpfen sozusagen, um uns durchsetzen zu können über die Verweigerung der Arbeitskraft, keine gesellschaftlichen Bündnisse benötigt. Für das, was aber ansteht, ich sage mal, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, die Bekämpfung des Neoliberalismus, aber noch viel, viel stärker für das, was jetzt ansteht, nämlich sozusagen eine überlebensgetriebene Transformation, die politisch gesteuert werden muss, müssen wir lernen und werden wir lernen, sind gerade dabei, dass das nur geht sozusagen als auch bescheidener Bestandteil eines großen gesellschaftspolitischen Bündnisses. Da muss sehr viel passieren. Da müssen auch ganz viele Fragen gestellt werden. Bei dem, Nilüfer, was du berichtet hast, habe ich mir die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert in einer solchen regional kleinräumigen sozusagen Selbstorganisation eigentlich Ökonomie? Braucht Ökonomie nicht größere Zusammenhänge? Wie gestalten wir künftig sozusagen Wertschöpfungsketten, die nicht einfach nur kapitalistisch nach den billigsten Umwelt- und Sozialstandards überall auf die Welt verteilt werden. Aber ganz ignorieren können wir das ja nicht. Welches institutionelles Setting kann es denn geben, jenseits des Nationalstaates? Irgendein institutionelles Setting wird es geben müssen. Ist das eine stärkere regionale Autonomie? So, das sind alles Dinge, finde ich, da werden wir lernen müssen, sehr, sehr offen in den nächsten Jahren, sehr intensiv miteinander zu reden, wenn wir eine neue Gesellschaft bauen wollen. Unter der großen Überschrift Klimaneutralität 2050, dann müssen wir auch sehr schnell sozusagen in dieses praktische Denken kommen. Wie kann das funktionieren? Wie kann Industrie, Gesellschaft funktionieren unter der Bedingung? Ich persönlich glaube, es kann funktionieren. Es gibt viele Ansätze, dass man tatsächlich eine klimaneutrale Industriegesellschaft aufbauen kann, dass man so eine Transformation schaffen kann. Aber das bedeutet natürlich, dass man wirklich als gesamte Gesellschaft dann auch gucken muss, dass man das hinkriegt. Meine Vorstellung wäre nicht die einer simplen Deindustrialisierung. Jeder macht so seine kleine Subsistenzwirtschaft und wir gehen einfach nochmal zurück vor Deindustrialisierung, weil da alles besser war. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Da, glaube ich, muss man einfach zuhören und streiten. Mhm. Nilüfer, was sagst du dazu? Also in Bezug auf Nordsyrien, Nord- und Ostsyrien, wurde ich mal gefragt, was macht ihr, wenn ihr einfach mal eine Autonomie, anerkannte Autonomie seid, also demokratische Autonomie, mit dem Öl? Werdet ihr Mitglied bei OPEC? Also auf deine Frage hin. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, das ist eine überflüssige Frage, weil internationale Organisationen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet haben, die lösen sich auf. Also wer nimmt denn die Vereinten Nationen so ernst, wie es mal eins war? Oder die NATO. Die sind doch alle intern miteinander zerstritten und diese Organe funktionieren auch gar nicht mehr so. So auch die OPEC nicht. Deswegen haben wir gesagt, wenn, dann mit den Nachbarländern. Wir brauchen neue Bündnispolitik, wir brauchen auch neue Organisationen. Also ich persönlich sage jetzt mal bei der Vereinten Nationen, dass es eigentlich mehr Vereinigte Staaten sind als Nationen. Das sind sehr staatspolitisch orientierte Organisationen. Die lösen sich auf. Deswegen ist der Trend dahingehend, dass wir neue Strukturen brauchen, neue internationale Organisationen, die dieses Rechtsvakuum aufgrund der herrschenden Konkurrenzkriege, dieses rechtsfreie Vakuum begrenzen können. Und ich denke, das wird kommen. Daher reden wir auch vom demokratischen Weltkonföderalismus, was auch machbar ist. Also erstmal Kurdistan, Nahe Osten, und weil Nahe Osten halt momentan Zentrum des Militarismus des 21. Jahrhunderts ist, gehe ich davon aus, dass die Lösung von dort auch kommen wird. Dahingehend bin ich positiv aufgrund der materiellen Gegebenheiten, und in der Politik muss ich auch objektiv und real sein. Und dieses Modell, was wir entwickelt haben, es ist ja nicht so, dass es ist vielleicht im kleinen Maßstab, es wird aber immense bekämpft. Also selbst dieses kleine Stückchen, da leben ungefähr 2 Millionen Menschen, wo das Ganze jetzt experimentiert wird, es wird ständig permanent bekämpft. So, ich zum Beispiel oder auch Leute, die in diesem Modell mitwirken, wir haben keine Berührungsängste, auf andere zuzugehen. Ob das jetzt zum Beispiel, bin ich politisch ganz anders als Brot für die Welt, die Philosophie dahinter. Ich habe meine Kritik, aber ich kann mir auch vorstellen, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Wichtig ist, dass wir auch einen gemeinsamen 1%igen Nenner finden, oder mit Heinrich-Böll-Stiftung oder Unteilbar oder IG Metall. Kritik muss dabei sein, aber wir müssen auch auf das Gemeinsame, also das, was uns verbindet, suchen, nicht immer die 99%, das, was uns auseinanderbringt. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Bestandteil mein demokratisches Denken, und das haben wir auch in Nordostsyrien so gemacht. Als Frau in der Politik, es ist natürlich für mich ein Problem, mit der Männerdominanz umzugehen. Was mache ich in diesen Sachen? Ich gucke mal, wo kann ich einen Kompromiss finden? Mit dem Mann oder mit dem Scheich oder mit dem Patriarchen dort. Einen Kompromiss finden. Und da ist es wichtig natürlich für den Kampf intellektuelles Bewusstsein, die Geschichte der einzelnen ideologischen und politischen Strömungen zu kennen, das gehört auch dazu, zur Bündnispolitik, damit man sich auch richtig versteht, damit man auch Kritik wirklich positiv machen kann, also fördernde Kritik. Und wenn wir das alles lernen, dann denke ich, ist es machbar. Also es reicht nicht nur aus, das im Propaganda oder als Schlagwort zu sagen, man muss auch die Geschichte der Einzelnen. Also wenn ich mit Brot für die Welt zusammenarbeiten will, dann muss ich auch die Geschichte, die Entstehungsgeschichte, welche Erfahrungen das auch ein bisschen kennen, damit ich den gemeinsamen Punkt finde. Und das ist, ob ich jetzt mit Anarchisten, mit LGBT-Gruppen zusammenarbeite, es ist eine Voraussetzung, dass ich sie alle ein bisschen verstehe, um das Gemeinsame zu finden. Das ist individuell, aber ich denke auch politisch notwendig. Und das haben wir auch in Nord- und Ostsyrien so gemacht. Also als wir auf die arabischen Scheichs zugingen, gesagt, hallo, lass uns zusammen die Zukunft bestimmen, ansonsten passiert uns das, was in Libyen passiert ist. So, entweder packen wir es zusammen an oder wir werden so landen wie in Libyen, was jetzt da ist. Und das Zusammenkommen hat dann Syrien, also Nordostsyrien, davon bewahrt, ein zweites Libyen zu werden. Die Völker haben zusammengehalten. Libyen, jetzt auch Mali, so, du kannst überall Konflikte zeigen. Hallo Leute, wenn ihr nicht zusammenhält, dann passiert euch das. Weil in den Staaten, die teilen die Länder, wir sind unteilbar. So, wir brauchen keine neuen Grenzen. Wir, die Völker, brauchen keine neuen Grenzen. Jede Grenze schafft Feinde. Das brauchen wir nicht. Und die Beispiele um uns herum, die der Kapitalismus produziert hat, hat uns Argumente gegeben, nein, das machen wir nicht. Nicht wie es in Ägypten aufgelaufen ist, bei dem arabischen Frühling. Nicht jetzt, was in Belarus passiert, nein, wir können es anders machen. Wir haben ja genug Beispiele, die uns zeigen, was falsch ist, was auch richtig gemacht werden kann. Und ich denke, also ich würde mit allen zusammenarbeiten, bis auf Faschisten und Rassisten. So, Sozialdemokraten, mit denen kann ich auch zusammenarbeiten, mit Grünen. Da habe ich keine Berührungsängste. Und da müssen wir unsere Schatten überspringen. Wir können uns nicht marginalisieren. Das ist ein Problem, was leider innerhalb der Linken besteht, so sich marginalisieren. Ich denke, wir müssen die Grenzen überwinden, auf die anderen zugehen, um zusammenzukommen. Das ist sehr wichtig. Ceren, wo würdest du... Ich wollte direkt einen Kommentar. Ihr seid ja schon ein unheimlich breites Bündnis. Wo kannst du dir vorstellen, in welchem Gesellschaftsbereich könntet ihr noch weitere Partner finden? Und gleichzeitig bitte ich die Crew im Hintergrund, uns vielleicht schon mal die ersten Fragen zu überreichen. Ich denke, weitere Partner werden gefunden im außerparlamentarischen sozialen Bewegungsbereich. Das heißt, das Bündnis, was sich mehr und mehr aufbaut und sich sozusagen auch vorbereitet auf die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft, auf die Verteidigung des solidarischen Denkens, zum Beispiel von sozialen Rechten im Zusammenhang zu globalen Migrationsrechten, zum Menschenrecht. Das wird sich weiterhin in der außerparlamentarischen sozialen Bewegung ausbauen. Und wir arbeiten ja auch im kulturpolitischen Bereich, wir arbeiten im gesellschaftspolitischen Bereich. Und das sind die Momente, die wir auch an der Stelle stärken müssen. Ich glaube vielmehr, dass die Verteidigung oder die Abwehr, die kollektive Abwehr, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, also dass Sachen in Konkurrenz gesetzt werden, dass politische Interessen, Forderungen in Konkurrenz gesetzt werden. Ich glaube, dass das ein zentrales Moment ist, wogegen wir in Zukunft auch weiterhin stark die Hand gegenhalten werden. Also die Trennung zum Beispiel von Menschenrechten zum Abbau des Sozialstaats. Das ist nicht untereinander zu denken. Oder die Verteidigung des Feminismus, die Verteidigung von fairen Bedingungen für unbezahlte Hausarbeit, für Care-Arbeit. Das ist nicht unabhängig zu denken voneinander. Und das sind die Momente, wo ich sagen würde, die haben wir vor 10 Jahren zum Beispiel auch verpasst, in der Form in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise tatsächlich auch so stark zusammenzubringen. Und ich vermute sehr stark auch, dass die Neuzusammensetzung der Rechten auch just, ne, wir erinnern uns an Sarrazin, wir erinnern uns an die Phase, wo auch exakt das zusammentraf. Also wir hatten eine Wirtschaftskrise, wir haben an der Stelle gesagt, wir zahlen nicht für eure Krise, die Umverteilung von unten nach oben darf nicht erfolgen, aber diese Bewegung war schwach, sie war marginalisiert und die Zusammensetzung der Rechte ist in dieses Terrain sozusagen getreten, hat sich nach dem Sommer der Migration sehr stark aggressiv weiter ausgebaut und hat die Kräfteverhältnisse tatsächlich nach rechts verschoben. Und ich denke, dass wir vor 10 Jahren verpasst haben, verbindend zu denken, eine Gesellschaft, der vielen zu denken, die solidarische Gesellschaft zu verteidigen und diesen unterschiedlichen politischen Forderungen, aber auch Unterdrückungsmechanismen und Machtverhältnisse aufeinander intersektional beziehend lebendig werden zu lassen in den sozialen Protesten. Und das dürfen wir jetzt in Zukunft nicht verpassen. Genau, ich denke, das ist eine Hausaufgabe, die wir 5 hier uns mitnehmen sollten für unsere Heiminstitutionen, verbindender zu denken und vielleicht auch in neuen Formen zu denken, neuen Formen zu agieren, die gar nicht so traditionell zu unseren Organisationen passen. Linda, ich würde dich fragen, hast du schon eine spannende Frage, die du in die Runde werfen möchtest? Ich habe also die Fragen, die ich hier bekommen habe, die gehen tatsächlich relativ stark auch nochmal in die Richtung sozial-ökologische Transformation und die Frage der Klimakrise. Vielleicht können wir das noch ein bisschen anreißen. Und zwar ist eine Frage, bleibt genügend Zeit für die Transformation angesichts der Klimakrise? Und aber auch, werden die kommenden Krisen die Transformation gefährden? Ist es überhaupt noch möglich in dem Kontext der multiplen Krisen? Und hier steht sich noch die Frage an, ob ziviler Ungehorsam und Bürgerinnenräte die aktuelle Politik beschleunigen können. Also vielleicht vor allem einfach mal sozusagen so das Panorama der Klimakrise und was das eigentlich mit der Notwendigkeit von Transformation in sehr kurzer Zeit macht, was da euer Blick drauf ist. Ihr müsst auch nicht alle, wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde. Sowieso einmal alle kurz durchatmen. Also ihr müsst auch nicht alle jetzt auf alles antworten, ihr könnt gerne. Also ich war schon mehrfach in Debatten drin im Laufe des letzten Jahres, in denen mit großer wissenschaftlicher Fundierung gesagt wurde, wenn wir nicht unmittelbar und sofort sozusagen aus der fossilen Energiegewinnung aussteigen, dann ist sowieso alles zu spät. Das Problem ist einfach, ja, dann müssen wir es halt einfach lassen, dann ist es durch. Dann geht die Menschheit unter, weil wir das nicht werden tun können. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn wir dieses Thema der Transformation ungesellschaftlich denken. Wir können es nicht nur sozusagen wissenschaftlich denken, das ist natürlich der entscheidende Triebfeder, aber wir können es nicht ohne die gesellschaftliche Struktur, die es umsetzen soll, denken. Sondern es müssen ja dann Menschen sein, die das dann auch tatsächlich tun. Und ich habe auch schon Debatten erlebt, wo dann sehr schnell der Kurzschluss gezogen wurde, ja, wenn die Menschen das in der Geschwindigkeit, die vorgegeben ist, nicht freiwillig machen, dann muss man sie ja zwingen. Dann bist du bei diesem unschönen Stichwort der Ökodiktatur, die keiner will. Also muss es doch darum gehen, sozusagen so viel Energie auf positive Energie, Begeisterungsenergie wie möglich zu ziehen aus einem positiven Zukunftsbild, aus einer positiven Utopie, um Menschen dazu zu bewegen, sozusagen eben nicht die AfD als die Verweigerungs- und Verhinderungskraft stark zu machen. Wenn nämlich die Menschen reagieren nun mal so, wenn man dir jemand sagt, entweder du machst sofort dies oder jenes oder du bist morgen tot, dann sagen die, geh weg. Das will ich nicht hören. Und die AfD ist genau die Partei, die sagt, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es war. Ausländer draußen, Verbrennungsmotor, alles gut. Das ist sehr gefährlich, weil die innere Sehnsucht nach etwas, das alles so belässt, wie es vor der Corona-Krise war, ist da. Die Menschen sind zwar nicht blöd, aber diese Sehnsucht ist da, das verstehe ich auch. Wenn wir das nach vorne beschleunigen wollen, dann müssen wir einfach unsere Energie verstärken, eine begeisternde und positive Geschichte der Zukunft zu erzählen. Ich würde da noch eine Frage, eine ein bisschen ketzerische Frage hinten dran schließen, das musst du jetzt kurz aushalten. Ja. Und zwar habe ich hier noch die Frage bekommen, wie viele in Deutschland hergestellte E-Autos sollen 2048 auf den Straßen von Rojava fahren? Und wo ist dann Platz für den Garten? Was die Frage, glaube ich, meint, ist natürlich eine Kritik an flächendeckender Elektromobilität und der Ressourcenproblematik, die da dranhängt und eben auch der Frage, also sozusagen, das ist hier noch auf einem anderen Zettel die Frage, sozusagen, warum setzt die IG Metall darauf, so stark auf Elektromobilität, anstatt sozusagen für eine tiefere Transformation? Stichwort Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien oder so. Oh, du musst mal unsere Satzung lesen, da steht das alles drin mit der Vergesellschaftung. Deswegen frage ich. Ja, der Schlüsselindustrien, aber davon, dass man etwas in eine Satzung reinschreibt, kommt es nicht näher an die Wirklichkeit. Was wir jetzt machen, ganz konkret, um zu antworten, dieses Thema Elektromobilität, das ist natürlich eines, aber wie irgendjemand von vor Jahren gesagt hat, wer meint, sozusagen das Ersetzen von 40 Millionen Verbrennern durch 40 Millionen Elektroautos wäre die Lösung, der hat nichts verstanden. Wir haben bereits im letzten Jahr, ich habe von der Kundgebung gesprochen, damals zusammen im BUND und mit NABU ein Papier gemacht sozusagen zur sozial-ökologischen Mobilitäts- und Energiewende. Das hängt zusammen. Wir starten jetzt einen Szenarienprozess zusammen mit dem BUND, und der neue BUND-Chef Olaf Brandt war übrigens im Juli bei der Vorstandsklausur der IG Metall. Wir starten jetzt einen Szenarienprozess mit der Zielsetzung, dass wir uns zu verständigen versuchen darauf, wie kann eine Mobilität 2030 aussehen. Das heißt, uns geht es bei weitem, wir sind ja nicht ganz doof, nicht nur darum, sozusagen Verbrenner durch Elektromotoren zu ersetzen, sondern es geht darum, das ist uns völlig klar, wir brauchen ein neues Mobilitätskonzept, das kann und muss verbunden sein mit einem Energiekonzept. Und ich sage mal, eine deutliche Kritik an bisher jede Bundesregierung geht daran. Es gibt bis heute, sozusagen ministerienübergreifend, auch in der heutigen Großen Koalition, kein gemeinsames, tragendes Konzept der Transformation einer Mobilitäts- und Energiewende. Das brauchen wir, und wir versuchen sozusagen die gesellschaftlichen Bündnisse mit herzustellen und ihnen zu beteiligen, um den Druck zu machen, dass wir ein solches Konzept entwickeln und vor allen Dingen dann auch durchsetzen. Ich sage nur ein Beispiel. Es wurde in dem letzten Konjunkturprogramm wieder mal Geld beschlossen für nochmal Elektromobilität, sozusagen Ladestationen, um die zu bauen. Aus den davor beschlossenen Geldern für Ladestationen ist noch nicht mal die Hälfte abgegriffen worden. So, es kommt nicht richtig voran. Auch die Energiewende kommt nicht richtig voran. Das muss man daheim. In so einer Energiewende stecken halt so furchtbar unangenehme Dinger drin, wie dass Windkrafträder halt irgendwo hingestellt werden müssen, wo der Wind weht. So, und da greift natürlich bei jedem von uns sofort dieses schöne Not in my backyard. Windenergie wunderbar, aber das nächste Windrad soll bitte 5 Kilometer weg sein und ich will davon nichts sehen und nichts hören. So, und da braucht es dann auch eine institutionelle Regelung. Wir haben da massiv drauf gedrängt, auch mit den Umweltverbänden. Wir haben gesagt, diese 1000-Meter-Regelung zum Beispiel vor dem nächsten Hühnerstall, die muss fallen. Da muss dann auch mal sozusagen ein gesellschaftliches Regularium hin, um Menschen dazu zu bringen, wenn von einer Offshore-Energie, sozusagen, wenn da eine Trasse gebaut werden muss durch Deutschland, um die irgendwann nach Süden zu transportieren, weil wir uns eben nicht kleinräumig energetisch selbst versorgen können, dann muss so eine Trasse auch mal gebaut werden. So, und das sind alles so Sachen, die sind Bestandteil einer solchen integrierten Mobilitäts- und Energiewende, erfordern dann aber auch ein politisches Handeln, dem wir uns als gesellschaftliche Gruppierungen dann auch nicht entgegenstellen dürfen, sondern das müsste man dann in so einer Situation auch mal unterstützen. Ich würde sagen, bei der Klimafrage, das sollte vielleicht ein globaler Nenner sein für uns alle, weil letzten Endes stehen wir alle auf derselben Erde. Das Problem, auch, obwohl ich jetzt auf Kurdistan fokussiert bin, wegen dem Krieg, aber es ist auch ein Thema, das uns angeht, denn jede Veränderung kommt auch auf uns zurück. Mhm. Und ich denke, alle von uns, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, also ich zum Beispiel für Kurdistan, aber auch Frauensachen, auch die Frauenorganisationen, auch die Kirchen, Gewerkschaften, wir müssen alle zusammen diesem Thema Priorität setzen. Es wird zwar auf internationalen Gremien diskutiert, was ich nicht schlecht finde, letzten Endes aber wir, die nicht direkt in diesen Gremien vertreten sind, also in der UN oder Europäische Union, wir müssen auch das alle als Priorität setzen, denn jede Veränderung im Klima kommt zurück auf uns alle, ob das jetzt in Form der Dürre in Afrika oder im Nahen Osten oder jetzt der verstärkte Konsumregen in Asien. Das heißt, wir müssen alle mehr dahin tendieren, dieser Thematik Priorität zu setzen. Und bei uns ist das Problem, da muss ich auch selbstkritisch sein, theoretisch haben wir unsere Meinung dazu, allerdings praktisch kommen wir nicht zu Pötten, da bei den Aktionen mitzumachen, weil wir ständig von Erdogan beschäftigt werden wegen seiner Brutalität. Oder durch seine ganzen Kriegsattacken. Aber ich denke, jeder von uns, wenn wir alle zusammen versuchen, das als Priorität zu thematisieren, dann denke ich, werden auch die internationalen Gremien zu einer richtigen Entscheidung kommen. Die Staaten würden sich da richten. Aber es kommt darauf an, dass wir das thematisieren, wir, die nicht direkt in diese staatlichen Strukturen eingebunden sind. Dadurch können wir Druck erzeugen. Und ich denke, das ist eine Chance, wo wir uns auch vernetzen können auf diese Thematik Klimaproblematik. Mhm. Die betrifft uns alle. Mhm. Ceren, möchtest du noch was zur Klimathematik sagen? Nilüfer hat es... Okay, Euer Ruf wurde wahrgenommen. Ich habe schon zwei in einem auf jeden Fall abgehakt. Ich würde dann vielleicht auch ein bisschen stellen, die ein bisschen anders anschließt, was eben gesagt wurde. Ne? Die Klimakrise ist global und alle Auswirkungen kommen auf uns alle zurück. Hier wurde eine Frage gestellt, wie können soziale Bewegungen und Gewerkschaften transnational so zusammenarbeiten, dass sie gut auf akut destabilisierende Krisen und auch die Klimakrise reagieren können. Also da geht es vielleicht um die globalen Bündnisse, die man eingehen müsste, um die transnationale Kooperation. Einmal vielleicht an Unteilbar, was ist euer Blick über die Grenzen hinaus und über die Kämpfe, die hier geführt werden und die Institutionen, die hier adressiert werden, hinaus? Ich glaube, dass wir tatsächlich seit 2018 erst einmal sehr damit beschäftigt sind, hier eine Gegenmacht aufzubauen, die sich erst einmal gegen den Rechtspopulismus und die Entwicklung hin zu einer zu der Normalisierung von unsolidarischen und von konkurrenzgetriebenen, rassistischen Kräften hin aufbaut. Das heißt, wir sind erst einmal sehr stark auf den deutschen Kontext, aber mit internationalen Perspektiven und auch mit internationalistischen Ansprüchen hin fokussiert. Die internationale Ebene müssten wir an der Stelle wahrscheinlich auch erstmal über die internationalen Foren, das soziale Forum sozusagen, diskutieren. Und ich glaube, dass auch dahingehend wir herausgefordert werden, zusammenzufinden und zum Beispiel von verschiedenen Bewegungen zu lernen, uns an der Stelle auch über globale Probleme geteilt zu unterhalten. Und ich wollte gerade noch sagen, die Klimakrise ist eine direkte Thematik, die auch mit der Migration zusammenhängt. Du hast es ja gerade ausgeführt. Also wenn wir Migration unabhängig von der Klimakrise denken, dann begreifen wir ja auch nicht Migrationsmotive von Menschen, die sozusagen von der Dürre, von der Klimakatastrophe im globalen Süden betroffen sind. Gleichzeitig sind die führenden Industriestaaten diejenigen, die die größten Umweltverschmutzer sind. Und wir begreifen, wir können uns an der Stelle sozusagen nicht gegen die Migration wehren, die selbst sozusagen forciert wird von hier aus. Also wir sind die Verschuldner. Und an der Stelle gilt es natürlich auch dahingehend, ein Bewusstsein zu schärfen. Also, dass das globale Weltsystem natürlich zusammenhängt und dass es auch eine Verantwortung der Staaten geben muss, die am meisten Profit aus der globalen Umweltzerstörung profitieren. Und das sind nach wie vor die führenden Industriestaaten und dazu zählt weitestgehend auch Deutschland. Ich hätte noch eine Frage, die würde ich jetzt an Uwe richten. Und zwar, mit welcher Staatsform siehst du eure Utopie oder deine Utopie und die Transformation machbar? Wie sieht der Staat der Zukunft für dich aus oder der Staat der mittelfristigen Zukunft? Das weiß ich nicht. Ich bin auch kein großer Freund davon, sozusagen der tatsächlichen Wirklichkeit eine ausgedachte gegenüberzustellen, weil das ganz schnell dazu führt, dass man dann der tatsächlichen Welt gegenüber einfach nur beleidigt ist, dass sie nicht die ausgedachte ist. So entsteht nicht Transformation. Sondern Transformation entsteht sozusagen aus der Veränderungsdynamik in der wirklichen Welt. An welchen Stellen, ich sag mal, dass der Leninismus gescheitert ist, das wissen wir nun. Und das hat nicht funktioniert. Die vermeintliche Diktatur des Proletariats, die dann eine Diktatur der Partei wurde. Aber sozusagen an welchen Transformationsdynamiken sich eine tatsächliche Veränderung dann der gesellschaftlichen Selbstorganisation, jetzt sagen wir nicht mal, das muss ja gar nicht ein klassischer herkömmlicher Nationalstaat sein, aber an welchen Stellen sozusagen die Veränderungsdynamik ansetzt, um eine neue Form von gesellschaftlicher Selbstorganisation hervorzubringen, das weiß ich nicht. Das ist auch Angelegenheit sozusagen der Menschen, das in den Auseinandersetzungen sozusagen selbst zu bewegen. Ich bin, weiß nicht, ob ich wirklich 90 werde, wie ich in der Eingangsstatement ja mal fantasiert habe, aber ich bin schon sehr neugierig, in die Zukunft zu sehen, wie sozusagen, ob die nächste Generation zum Beispiel, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, bei diesen Notwendigkeiten der stofflichen Veränderung, sowohl in Prozessen als auch in den Produkten, sozusagen, ob darin ein Ansatz liegt, tatsächlich die Vergesellschaftung selbst auch von Produktion zu verändern, sozusagen über den Kapitalismus hinauszuführen. Weil dass es über den Kapitalismus hinausgehen muss, ist, glaube ich, vollkommen klar. Der einzige Antrieb sozusagen aus Geld mehr Geld zu machen, als einen Antrieb, der uns in eine gute, klimaverträgliche Zukunft führt, das wird nicht funktionieren. Ich habe noch kein klares Bild dafür, sozusagen, wie aus der Notwendigkeit dieser stofflichen Veränderung sozusagen gesellschaftliche Dynamik entstehen kann. Deswegen sind wir auch so intensiv und so neugierig am Suchen, gerade auch mit Umweltverbänden. Mhm. Und ich bin immer fasziniert, wie viele junge Menschen genau diese Frage umtreibt. Das bewegt sich weit jenseits sozusagen der marxistischen Überlegungen, die meine Jugend bestimmt haben. So, und da muss man gucken, was daraus sich entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wo das genau hinführt. Und noch eine Anmerkung zu diesem Internationalismus. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Wir machen das auf der Ebene von Industrial Europe. Das ist sozusagen der Europa-Zusammenschluss der Gewerkschaften aus dem Metall-, Elektro-, Holz-, Kunststoff- und Textilbereich. Und bei Industrial Global vor allen Dingen arbeiten wir bereits seit Jahren ziemlich intensiv mit internationalen NGOs zusammen. Gerade was Menschenrechtsverletzungen betrifft in den verschiedenen Arbeitsbereichen und sowas, versuchen das. Das ist schwer. Und wir machen das sozusagen auch mit dem Selbstverständnis, wie Ceren es angedeutet hat, Deutschland als führende Industriemacht ist natürlich mitverantwortlich. Wir sozusagen als die größte Gewerkschaft dieser führenden Industriemacht, die auch von dieser Industrie und dieser Verteilung der Wertschöpfungsketten leben, fühlen natürlich auch eine starke Verantwortung dafür, dann da zumindest sich auch solidarisch zu verhalten. Eine ganz kleine Nachfrage dazu und du antwortest mit Ja oder Nein. Ja. Werden auf der Ebene auch Fragen der Transformation diskutiert? Ja, was? Noch, da bin ich werden auf der internationalen Ebene oder auf der globalen Ebene auch Fragen der Transformation diskutiert? Oder weil du meintest, ihr sprecht über Menschenrechte? Oder ist das eine Debatte? Ja? Ja, die Debatte wird geführt. Okay, dann würde ich vielleicht noch eine letzte Frage jetzt an Nilüfer richten und danach würden wir dann schließen. Es kam auch schon so ein bisschen auf, aber vielleicht wäre es ein paar schöne Abschlussworte, hoffentlich. Eine Antwort auf die Frage, wie wir denn eigentlich von einem, also sozusagen von einem Verständnis der Transformation jetzt gerade, den wir eher oder den viele oder einige Menschen als einen beängstigenden Prozess begreifen, einer, der ihnen Sorge macht, auch in Anbetracht der ganzen Krisen, hin zu einem Verständnis von diesem Prozess, von dieser Transformation, der eine lustvolle, mutige und ich glaube hinreißende, ich kann es nicht ganz lesen, hinreißende Utopie in sich trägt. Also sozusagen, wie kommen wir auf einen positiven Spirit, könnte man vielleicht die Frage zusammenfassen, hin zu dieser Utopie. Also die Realität zu berücksichtigen ist wichtig. Und die Realität ist sehr kompliziert. Die Realität, in der wir uns befinden, in Kurdistan. Aber auch der Fakt, dass diese Staaten, ob sie jetzt regional oder global, die da intervenieren, deren Stärken und Schwächen auch zu sehen, das ist sehr wichtig. Und ich sehe, die sind schwach. Sie bekämpfen sich und ich denke, die Strategie, die wir entwickelt haben als dritter Weg, also wir reden mit allem, aber gucken auf die Basisdemokratie. Strategie ist das, was lokal aufgebaut wird. Alles andere ist diplomatische Beziehungen, die als zu Verteidigungszwecken da sind. Und ich denke, diese Strategie wird uns zu der Utopie führen, dass wenn man Staat und Gesellschaft miteinander vergleicht, dann betrachte ich den Staat als 1% und die Gesellschaft 99%. Und diese 99% ist die Vielfalt. Und ich sehe also ein Beispiel von Nordsyrien, dass diese 99% gelernt haben, miteinander arbeiten und leben zu können. Das ist machbar. Das ist auch die Utopie, die wir haben, dass die Vielfalt oder das Verschiedensein nicht unbedingt ein Problem sein muss. Das haben wir gelernt und es ist nicht einfach, weil jeder von uns in welcher Form auch mal, ich kann nicht sagen, dass ich eine Kurdin, weil ich keinen Staat habe, nicht vom Nationalismus nicht beeinflusst worden sind. Der Kampf beginnt erstmal bei mir selber, mich selber reinigen. Wenn ich den Anspruch stelle, dann kämpfe ich erstmal gegen mich. Und der schlimmste Kampf ist der Kampf, den man gegen sich selbst führt, nicht gegen andere. Sich selber überwinden. Das ist eigentlich so die zentrale Frage. Sich selbstkritisch auch sein zu können, diese Fähigkeit zu haben. Weil bei der Arbeit lernst du mit der Differenz, mit denen, die anders sind, als du umzugehen. Ob das Männer sind, Frauen sind, das ist ja alles sehr verschieden. Die Kurden sind auch nicht homogen. Es geht Darum jede Form, die zu einer Homogenisierung um dich herum neigt, die abzubrechen bei dir selber. Also sich nicht im Zentrum der Dinge zu stellen, nein, und einfach als ein da zu sein, ohne irgendwie hierarchischen Druck. Und das erfordert auch bei uns individuelle Transformation. Wir müssen ja nicht mal vom System transformieren. Wir sind irgendwo von einem System beeinflusst. Ich kann ja den Kapitalismus kritisieren. Dennoch entdecke ich bei mir manchmal auch die Elemente dieser Kultur, des kapitalistischen Lebensstils. Das entdecke ich. Und das ist dann wichtig, dass wir das auch kommunal miteinander auch reflektieren. Also transparent zu sein mit unseren Schwächen, Problemen, denen wir ausgesetzt sind. Das sind die Probleme, die eigentlich da sind, in so einen Prozess einzuführen. Und ich finde die Frage wichtig, wie will ich leben? So, und ich habe eine Vorstellung und ich sehe, dass meine Vorstellung mit dem System, was wir in Nord- und Ostsyrien aufgebaut haben, nicht übereinstimmt zum größten Teil. Theorie und Praxis, ich kann ja viel reden, aber in der Praxis gibt es natürlich Probleme der Überwindungen von all dem, was wir vom kapitalistischen System abbekommen haben, ob das Sexismus ist, Nationalismus ist oder jede Form von Zentralisierung der Person oder von einer Organisation oder von einer Partei. Es ist möglich, aber es ist auch sehr schwierig und das Ziel zu erreichen erfordert halt größte Opfer und der Opfer ist seine eigenen Schatten zu überspringen. Das ist die größte Opfer, die man geben kann. Es geht nicht, dass man stirbt oder solche Sachen, das will ich ja nicht hier heroisieren, aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass das Schwierigste an der ganzen Sache, sich selbst zu überwinden. So, und es geht. Wenn die Freunde mithelfen, dann geht das. Wenn ihr mich auch dann kritisiert, dann funktioniert das auch. Das macht auch das Kommunale aus. Ja. Und das funktioniert. Also, ihr könnt ja nach Rojava gehen und euch das anschauen. Es funktioniert, geht. Okay, ich danke euch dreien sehr herzlich, Uwe, Ceren und Nilüfer. Hier klingelt schon ein Handy. Ich würde sagen, wir schließen jetzt. Elisabeth, hast du noch irgendwelche finalen Worte? Ich wollte mich auch nochmal bei dir, Linda, bedanken, dass wir hier zusammen die Veranstaltung moderiert haben und auch an die ganze Technik-Crew im Hintergrund, dass ihr das möglich gemacht habt, uns heute live zu streamen und auch uns hier in Präsenz da sein zu lassen, was total außergewöhnlich ist in diesen Zeiten. Genau. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Verweis auf die anderen Podien, die ihr auch noch längerfristig bei YouTube sehen könnt und denjenigen, die live dabei sind, noch tolle letzte 2 Kongresstage morgen und am Sonntag. Schönen Abend.